Er wird schon sagen. Also worauf wir hinaus wollen, ist, dass halt der gesamte Bildungsbereich mit Abkürzungen gespickt ist. Und das war schräg, ne? Also das ist ja so das Besondere, aber wer von euch weiß zum Beispiel, was ein Schräg ist? Ein Schräg. Keine Ahnung. Schräg. Also es gibt davon inzwischen 11 Schulen. Nein. Schulrechts. Ja. Änderungsgesetz. Ja, genau. Schulrechtsänderungsgesetz. Die heißen einfach Schräg. Ja, und wenn einem das erstmal so entgegenkommt, dann denkt man erstmal, ja. Und um euch da so ein bisschen eine Hilfestellung geben, ja, ist denn einer hier hinter dieses gekommen? Erste. Wahrscheinlich ist es irgendwas mit Änderungsverordnung. Ich fange mal an, man kann sich natürlich, wenn man die Regeln kennt, kann man sich da erschließen. So. Man muss wissen, dass dieses ESCHVO ist die Verordnung über Ersatzschulen, Ersatzschulverordnung. Das ganze Ding ist Verordnung zur Änderung der Ersatzschulfinanzierungsordnung. Das ist super. Ist viel einfacher, wenn man weiß, dass die ESCHVO die Ersatzschulverordnung ist, die Verordnung über die Finanzierung, die FESCHVO ist, dann ergibt sich der Rest fast selber. Du brauchst da nicht mitschreiben gehen. Also wir haben für euch mal so eine Liste gemacht, wo so die gängigsten Abkürzungen draufstehen. Da könnt ihr dann im Schulausschuss oder so, könnt ihr da mal mit Strunzen gehen. Ja. Wenn ihr einfach in Abkürzungen seht, das hört sich dann unheimlich schlau an. Total super, wir haben in der VO zur APO-BK, klingt total großartig. Als die Leute, die in der Bundeswehr groß geworden sind, fühlen sich wie zu Hause. Fühlen sich wie zu Hause. Apo-Vikar. Die alten Menschen bei mir haben überfordert. Hier, du bist ja neu im Team. Oh, geil. So, ich erkläre den Zettel mal kurz. Das Ganze, also der ganze Komplex, ist die BASS. Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften. Da ist alles drin an Gesetzgebung, Verordnungen, Erlassen, was auf Landesebene kommt. Ja. Das sind Ausbildungsordnungen, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, also da, wo Klausuren geschrieben werden. Verordnungen, das sind die Sachen, die das Ministerium rausgibt, möglichst gut versteckt, mit denen wir uns rumschlagen dürfen. Und Erlasse. Die ganzen Sachen werden im Amtsblatt veröffentlicht. Das heißt, wir kriegen die Sachen schriftlich. Da steht dann auf Seite 17 unten im kleinen Kästchen: Achtung, benutzen Sie bitte keine grafikfähigen Taschenrechner mehr. Und da kann man sich zusammensuchen. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung. Und die Ausbildungsordnung findet man relativ leicht auf den Seiten vom Schulministerium. Aktuelle Verordnungen auch. Danach und die BASS gibt es halt auch auf CD. Ja. Ja, man kann sich also diese CD bestellen. Das ist auch so ein Heft. Das ist also, wenn man das in, das ist so ein Buch. Und wie gesagt, man kann sich diese CD besorgen. Da kommt man eigentlich ganz gut mit zurecht, weil man da auch eine, so eine Stichwortsuche hat oder so. Da kann man ganz gut mit arbeiten. Kostenfrei oder gegen Obolus? Ich behaupte jetzt gerade mal kostenfrei, aber ich kann dir das nicht sicher zusagen. Ansonsten haben wir die, vielleicht brennen wir ja einfach mal. Die Aktualisierungen kosten Geld, weil die durch einen Verlag nur verschickt werden dürfen. Verlag Norman Rentrop? Ritterbach. Ritterbach, okay. Genau. Und die kommen dann zusammen mit dem Amtsblatt, das geht einmal so ein, wie heißt dieses Heft, was dabei ist? Schule NRW. Genau, dann. Also wir bleiben bei Schule NRW und dann sind da halt immer die aktuellen Erlasse auch noch mit drin. Das ist sozusagen immer die Aktualisierung zu der jährlich erscheinenden was. Gibt es da eine passende Webseite zu, wo man das findet? Ach, du findest das auch auf der Seite des Schulministeriums. 48 Euro zuzüglich Versand. Fürs Jahr, ne? Beim Ritterbach Verlag. Also das ist www.schul-welt. Aber er findet die auch auf der Seite des Schulministeriums. Ja. Wenn wir jetzt die kommentierte Version der Gesetze von NRW haben, da kriegen wir das ja automatisch mal nachgeliefert. Ist es da mit drin oder müssen wir das nochmal extra ordern? Ich glaube, zu der BASS, zu den Einzelerlassen, gibt es keine Kommentare. Okay. Und das Amtsblatt gibt es da auch noch. Das Amtsblatt ist bei diesem Ritterbach-Schule-NRW-Heft dabei. Aber ich sag mal, die neuen Erlasse und so werden halt auch auf der Schule, auf der Seite Schulministerium NRW, werden die halt auch mit veröffentlicht. Meine Frage. Entschuldigung. Ihr müsst da eigentlich intern auch immer auf dem aktuellen Stand sein. Jetzt, was Schule angeht, was neue Erlasse angeht, was neue Verordnungen angeht und so weiter.
Habt ihr intern irgendeinen Verteiler oder einen Ping, dass man sagt, hier, da gibt es was Neues, wo ich mich als sachkundiger Bürger draufschalten kann und sagen, wenn ihr was Neues kriegt, bekomme ich das auch. Also wo ist die Möglichkeit? Im Normalfall postet der Björn ja Sachen, die wir für relevant halten, auch auf die AK-Bildungsliste. Ne? Ja. Aber wir könnten was machen können, wenn ihr das haben wollt. Die Verordnung kriegen wir auch nicht immer per E-Mail zugeschickt. Also die Verordnung und die Erlasse stehen halt in diesem Amtsblatt, diesem Heft drin. Ja. Da kriegt halt jedes Büro irgendwie mal zwei von geschickt. Eins kriegt dann der Referent, eins kriegen wir. Ja. Das heißt, wir kriegen die als Hardkopie. Was wir machen können ist, wenn ihr das wollt, und ich glaube, die AK-Bildung freut sich auch, ich kann das so einrichten, dass ich einfach die ganzen Dokumente und die Sachen, die kommen, auf eine Liste schicke. Dann baue ich uns einfach eine Liste, ihr meldet euch da an und da haue ich die ganzen Dokumente drüber. Dann könnt ihr euch die raussuchen, die ihr braucht. Plus eins. Ja. Könntest du die vielleicht ins Wiki stellen, dass Leute, die nachkommen, da auch noch was haben? Das ist schwierig, weil der Punkt ist, ich kann die hochladen. Ja. Also ich könnte die als PDF hochladen. Wenn ich die dann wieder rüber kommentieren muss, wird das schwierig. Ja. Was ich machen kann, wir können die bei uns ins Redmine hauen. Dann habt ihr einen Titel, dann könnt ihr den Bereich durchsuchen. Dann machen wir einen offenen Bereich, der von außen einsehbar ist, wo die ganzen Sachen einfach reinschieben. Das geht. Das ist auch keine Arbeit. Ach, also ne, meine Sorge bei diesen Sachen ist immer, dass es irgendwann so ein Informations-Overflow gibt, dass man einfach nicht mehr durchsteigt. Ne, da muss man immer so ein kleines bisschen... Ich sammle Informationen sowieso für den Newsletter, den ich mache. Und ja. Da kommt es jetzt auf eine Information mehr oder weniger wenig drauf an. Also wir würden dann, sag ich mal, neben der AK-Bildungsliste, wo ja auch viel so thematisch mal was rumgeht, würden wir nur eine Liste machen für Dokumente, die wir weiter schicken. Wenn das so gewünscht ist, können wir das machen. Also machen wir doch mal Folgendes. Ich gebe mal einen Zettel. Ich schreibe mal eure E-Mail-Adressen da drauf. Dann spreche ich mit unserer IT. Dann machen wir eine Liste und dann trage ich euch da alles schon mal rein. Ja. Müsst ihr nur, wenn ihr eine Warnung, also kann manchmal erschlagend sein, gerade die FDP kann das super gut, dass die anfangen und wollen irgendeine Sache aus dem Kreis wissen, wie viele Grundschulen sind von der Schließung bedroht. In Bochum, Dorf und Essen, in den Ruhrkreisen stellen tatsächlich 50 kleine Anfragen. Für jede Stadt eine. Erschreckt euch dann also nicht, wenn dann für jeden Kreis und jede Stadt, ich weiß, es sind 53, die können das, eine Anfrage kommt. Die schicken dann die Antworten, die sehen auch immer alle gleich aus. Ja. Die Mutter, wir haben da keine Informationen zu ihrem Ministerium, 53 Mal. Aber dann müsst ihr halt ein bisschen gucken, wenn da ganz viel kommt, dass man mit der Zeit so eine Übung kriegt, was er da rausfiltert und was man. Wenn dann halt nach der eurer Kommune gesucht, ne? Weil dich interessiert wahrscheinlich weniger, welche Schule in Essen geschlossen wird. Ja, das ist. Ne? Ja. Aber ich sag mal, auch solche Anfragen, die dann zum Beispiel in anderen Kreisen kommen, können ja durchaus für mich Relevanz haben. Ja. Ja? Das heißt. Also bei uns tauchte jetzt zum Beispiel die Frage auf, gibt es bei uns Schüler, die nicht am Schwimmunterricht teilnehmen? Ja, aus religiösen Gründen jetzt zum Beispiel. Okay. Dass wir wissen nicht, gibt es da ein Problem? Mhm. Ja, und so, bevor ich jetzt irgendwie Anfrage bei der Verwaltung und dabei tunlichst vermeide, irgendwie den Eindruck zu erwecken, wir wären jetzt aus der gleichen Motivation wie zum Beispiel die AfD-Spinner bei uns im Rat, ja? Ja, dass wir sagen, wir wollen nur wissen, gibt es ein Problem und wie können wir das beheben in dieser Richtung. Dazu brauche ich aber Argumentation. Ja? Dass, wenn so eine Sache zum Beispiel kommt, dass das in einer anderen Kommune oder Gemeinde irgendwie sowas ist, dann habe ich gleich ein ganz anderes Standing der Verwaltung gegenüber und auch eine bessere Argumentation. So, also von daher, erstmal prinzipiell, jede Information kann wichtig sein und letztendlich bin ich Herr meines Schulausschusses, in dem ich sitze. Oder wie ich das mache. Von daher kann ich nachher entscheiden, was ich haben möchte und was nicht. Also Informationen. Deswegen ja ungefiltert. Einfach raushauen. Das ist, also ich habe irgendwie 200 RSS-Feeds, die ich beobachte. Da kommt es jetzt auf ein paar mehr oder weniger nicht drauf. Okay. Ja. Hallo Marie. Entschuldigung, ich habe das Gefühl, dass da keine Hilfe braucht. So, wir reden jetzt über Flüchtlingskinder. Wir reden jetzt zurück, wir reden jetzt über die Flüchtlingskinder. Nein. So von der Systematik würde sich meiner Ansicht nach anbieten, wo wir jetzt über diese Dinge reden, dass der Björn euch auch einmal zeigt, wie ihr im Internet halt weiterkommt, um zum Beispiel Anträge oder was auch immer, was da läuft. Ja, da ging es ja immer. Oh, Idee. Michelle, du warst auf, ne? Ja, ich versuche das mal eben. Aber irgendwas?
Da ist kein Anschluss. Das dauert aber jetzt einen Moment, oder? Das ist wir machen einfach weiter, wir basteln in der Zeit. Ja, so, und hier unten ist, hier ist das Kabel. Kommt am besten hier. Ansonsten würde ich gerne mit euch eine Sammlung machen, dass ihr mal aufschreibt, welche Themen ihr spannend findet, die im Schulausschuss gelaufen sind, und dass wir nachher mal gucken, was ist eigentlich Aufgabe tatsächlich der Kommune und was ist eigentlich eher eine Sache, die im Land entschieden wird. Ich würde das so gerne in Schulmanier machen, dass wir uns irgendwie zu dritt oder so zusammensetzen, ich euch Zettel gebe und ihr das aufschreibt, dass wir es nachher hier, hier sortieren können. Weil ich finde immer den selbst ganz schön. Ja? Okay. Ich habe jetzt diese Klebepunkte, mit denen wir die Karten vielleicht auf dem Papier hier festheften können. Paki, fangt ihr an? Können wir machen. Wir hatten auf meine Anfrage das Stichwort E-School eingenommen. Und zwar geht es darum, ich habe nächsten Dienstag einen Termin in der Schulverwaltung mit zwei Mitarbeitern, die mir Fragen beantworten zu dem Thema. Und das ist, soweit ich weiß, Landesthema auch. Ne? Also was meinst du damit? Das ist, ist irgendwie ein Programm für die IT-Ausstattung der Schulen. So. Und ich möchte halt wissen, was wir in Düsseldorf haben und was da so alles ist. Und was da verbessert werden könnte. Da kommt dann auch das Thema IT-Sicherheit mit dazu, also Datenschutz und so weiter. Das waren so die beiden Themen, dass ich mal hier hinnehmen kann. Kannst du da mit den Genau. Paki, zu dem Thema IT-Ausstattung an Schulen. Ja. Ich habe einen Antrag gestellt bei uns in Bezug auf IT-Katasterschulen. Ja. Das geht genau in diese Richtung. Das können wir das nachher machen? Genau, ich wollte jetzt mal. Und dann nachher. Ja. Okay. So, dann hatten wir das Thema Schulform und Schulschließung. Also das kam auf, weil in Geldern wohl irgendwie, ich nehme an die CDU, ne? Irgendwie die Gesamtschule nicht wollen, die wollen irgendwie nur Gymnasium, haben dann eine Umfrage gemacht mit einer ziemlichen Fangfrage, so von wegen, sie wollen wirklich drei Schulen schließen, damit hier eine Gesamtschule entsteht, ja oder nein. So. Ja, und da gibt es mit Sicherheit auf kommunaler Ebene Fragen zu, also auch die Schulschließung von Förderschulen im Zusammenhang mit Inklusion. Das ist jetzt gerade in Düsseldorf auch Thema. Und da hatten wir zum Beispiel eine Ratsvorlage, Beschlussvorlage, und dann kam halt ein Riesenprotest aus einer Bezirksvertretung und dann wird das halt nochmal beraten. Dann Lehrermangel, klar, Inklusion, das Thema kennt glaube ich jeder, haben wir auch das Problem. Das wird zwar immer so ein bisschen abgetan, vor allem wenn die kommunale Regierung irgendwie SPD oder Grüne sind, weil die sich natürlich mit den Leuten im Landtag absprechen und die sich gegenseitig unterstützen wollen. Thema Bekenntnisschulen, da haben wir, glaube ich, was im Programm zu, ne, dass wir die alle quasi rückgängig oder in normalen, wie heißen die normalen Schulen? Regelschulen, Gemeinschaftsschulen. Ja. Ogata, Elternbeiträge, da hatte ich die Idee, kam ich aus dem Rheinkreis Neuss, da wurde eine Anfrage oder ein Antrag gestellt, bei dem liegt die Obergrenze von Gehalt, wo man keine Ogata-Beiträge bezahlen muss, bei 20.000 Euro Jahreseinkommen. In Düsseldorf sind das 30.000 und sie haben in Neuss halt jetzt den Antrag gestellt, das auf 40.000 anzuheben. Und, Ogata, nochmal zur Erklärung, es gibt viele Abkürzungen. Bei einigen heißt das OGS, offene Ganztagsschule, Ogata, offener Ganztag. Es gibt aber auch dieses OGTS. Ne? Ja. Also das meint alles dasselbe, es geht halt um den offenen Ganztag. Ja. Dann hatte mich der Daniel Ruhin, das ist hier ein junger Pirat aus Düsseldorf, auf die Idee gebracht, mal anzufragen, wie das aussieht mit Begrünungsflächen in Schulen und Unterricht im Freien. Also natürlich in der richtigen Jahreszeit, aber da hatte ich mir auf jeden Fall vorgenommen, das aufzunehmen und auch in den Schulausschuss reinzutragen, weil es gibt halt komplett unterschiedliche Ausstattungen, unterschiedliche Grünflächen. Teilweise sind die Schulen aus den 60er, 70er Jahren, wo halt wirklich alles
Plattfach assoziiert ist. Und ich denke, dass wir da auch Impulse setzen können in der Kommunalpolitik. Und zu guter Letzt das Thema Bundeswehrschulen. Da haben wir auch zwei schöne Anträge von euch für den LPT. Hatte ich auch irgendwie mal reingepackt, habe ich dann aber wieder zurückgezogen, weil ich gesehen habe, dass ihr da schon dran seid. So, das war's von uns. Also wir haben einmal in Witten ein spezifisches Problem, dass da halt Fremdschüler von einer Gemeinde übernommen werden auf die Schule und das natürlich finanzielle Probleme mit sich bringt. Dann haben wir Void, also ich bringe ja OnDevice in Köln, die wieder auf der PR. Problem ist natürlich die Finanzierung, weil nicht alle Eltern können ihrem Kind iPads und Smartphones zur Verfügung stellen. Das ist halt so die Frage, ob das Land da Ideen hat, wie man Förderprogramme oder irgendwas macht, ich weiß nicht. Dann bei Datenschutz, dienstliche E-Mail-Adressen, die Lehrer nicht haben, hatten wir mal überlegt, dass das ein Thema sein könnte. Oder wir. Dann Medienkompetenz natürlich allgemein, ne, was kann das Land, was können wir als Schulträger machen, in der Stadt, und was kann das, also eigentlich ist das eher ein Landesthema, weil das mit den Lehrplänen zu tun hat. Dann, genau, dazu auch, passt es eigentlich zu sagen, gibt es Modellangebote vom Land, also dass man sich bewerben kann als Schulen oder als Stadt irgendwie Modellschule zu sein. Ja, da gibt es so eine Landesanstalt, glaube ich, für Sie, ich weiß nicht mehr. Dann Handyverbot, hatten wir jetzt auch eine Diskussion und eine Anfrage gemacht. Da ist aber das Land, glaube ich, gar nicht involviert oder es gibt gar keine Last oder so. Dann zu Beuth und nochmal digitale Ausstattung, was du auch gerade schon gesagt hast, das ist auch total wichtig, finde ich super interessant, wenn du da irgendwie schon Anträge hast und so, kann man auf jeden Fall auch noch reinbuchen. Natürlich. Und dann gibt es in Gummersbach das Problem, was wahrscheinlich überall gerade gibt, dass, möchte ich vielleicht sagen, ja, dass die Flüchtlingskinder, dass sich da die Schuldirektoren oder sehr alleine gelassen fühlen und teilweise sind. So. Bei uns, jetzt müssen wir das mal sortieren. Und zwar, ich sag mal, ich bin ja sowohl in der Städteregion Aachen als auch in der Stadt Aachen. Also Städteregion Aachen ist der alte Kreis Aachen. Und was die Städteregion angeht, haben wir in meinen Augen ein großes Problem, dass Bertelsmann da fett drin ist. Also Bertelsmann finanziert Förderprojekte, schießt ordentlich bei, dass da die Verwaltung auch nicht Geld kriegt für irgendwelche Unterlagen und so weiter. Also bei uns ist das Problem, Lobbyismus an Schulen ist schon ziemlich eminent. Es sind diverse Schülerprojekte, wo Zeitungsverlag drinsteckt, Internetprovider mit drinstecken etc. pp. Und wenn ich da versuche, irgendwie mal hinter die Kulissen zu gucken, dann laufe ich meistens vor verschlossenen Türen, weil es von der Verwaltung zum Beispiel auch überhaupt nicht erkannt wird, das Problem. Ja? Und dann wird mir irgendwie vorgeworfen, ich sei Verschwörungstheoretiker und so. Ich meine, bin ich, aber das ist eine andere Geschichte. Also, Robert, So, das heißt, Lobbyismus an Schulen ist bei uns meiner Meinung nach ein großes Thema. Anmeldezahlen versus Zügigkeit, das heißt, das war dein Punkt, vielleicht möchtest du da kurz was zu sagen, dass das im Prinzip... Welcher war das? Oh, nee, nicht deine. Gut. Ja, also bei uns gibt es eben Probleme, dass an Hochschulen, die sehr gute Arbeit leisten, bestraft werden, dadurch, dass sie nicht die gute Arbeit allen Kindern zur Verfügung stellen können, die gerne von der Arbeit profitieren würden. Eltern werden in die rechte Szene manchmal gestellt, dass es dann heißt, also ihr wollt ja nur nicht an eure Schule, weil da Ausländerkinder sind, und das ist sehr schade. Also es sollte dann auch
entweder eine Schule, die nicht so gut qualitativ dasteht, gestärkt werden, um auch dasselbe Angebot anbieten zu können. Oder halt eben, man sollte flexibler reagieren können, wenn viele Kinder in einem Einzugsgebiet da sind, dass die auch alle an diese Schule können. Gut, dann das Thema Schulsozialarbeit. Auch großes Thema. Das heißt also, der Bund hat eingestellt und wir werden jetzt im Prinzip die Schulsozialkräfte weiter bezahlt. Also das ist sowohl in der Städteregion als auch in der Stadt großes Thema, weil die Haushalte haben alle schon bessere Zeiten gesehen. Meiner Meinung nach sehe ich da Land und Bund in der Pflicht, weil das ist Arbeit am Kind. Und, aber das Thema ist halt momentan sehr, sehr spannend. Genau das. Also bei uns Städteregion springt erstmal in die Bresche, Stadt Aachen springt auch erstmal in die Bresche, aber das ist natürlich keine dauerhafte Lösung. Und dauerhafte Lösung wäre halt, dass man nicht sagt, so, wir haben jetzt für 3 Jahre erstmal was. Eine Lösung, dass wir das beifüttern vom Land, was ja aktuell der Fall ist. Und was passiert dann nach diesen 3 Jahren? Dann stehen die wieder auf der Straße und sagen, das können wir nicht machen. Zumal Schulsozialarbeit ja nicht nur für die sagen wir mal, regulären Schüler da ist, sondern gerade im Bereich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die teilweise schwer traumatisiert sind, die müssen ja auch in irgendeiner Form, wenn sie im Unterricht teilnehmen, betreut werden. Ich habe da eine kurze Gegenfrage. Wie sieht das aus mit Fördermitteln aus der EU? Da gibt es ja soziale Stadt und solche Sachen, EFRE-Fonds. Gleich. Ja. Gehen wir da mal drauf ein. Mhm. Gut. Ich habe es gerade angesprochen, UMF, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. In Aachen sieht das so aus, dass wir zu 100% die Flüchtlinge im Grundschulalter geschult haben. Die sind also alle quasi weg von der Straße, die bekommen Unterricht. Aber wir haben 90 Schüler in im Schulalter für weiterführende Schulen und die sind momentan nicht geschult. Da gibt es zwar aktuell einen Lösungsansatz, das heißt, sie bekommen eine eigene Schule. Ähnlich wie Schlauschule in Bayern, da gibt es unser Konzept. Und wir haben eine leerstehende Schule, die jetzt im Rahmen der Bildung einer 4. Gesamtschule einfach geschlossen wurde. Die Räumlichkeiten sind da und da wollen die jetzt im Prinzip diese Schüler unterbringen. Ist insofern zwar eine gute Idee, wenn man sagt, wir bereiten euch auf den Regelschulbetrieb vor, aber in dem Moment, wo die Flüchtlinge im Prinzip durch diese Schule eine komplette Schulkarriere durchlaufen würden, das ist natürlich, hat es mit Inklusion oder mit Aufnahme im normalen Regelschulbetrieb hat das nichts mehr zu tun. Das ist das. Wir haben momentan das Problem, dass die Gesamtschulen ihre Schülerzahl verringern wollen aufgrund von Inklusion. Das heißt, sie wollen pro Zug zwei Schüler weniger aufnehmen. Dadurch können sie dann einen Schüler mehr inklusiv beschulen. Mit dem Ergebnis, dass wir fürs kommende Jahr 44 Schulplätze weniger haben. Und aktuell sehen wir noch nicht, dass das in irgendeiner Form abgefedert wird. Also wir hätten dann im kommenden Schuljahr irgendwas um die 100 Schüler, die nicht an einer Gesamtschule geschult werden würden. Das ist, denke ich mal, fast schon wieder der Grund, eine neue Gesamtschule aufzumachen. Die Bestrebungen sind auch da, auf Kosten von 3 bestehenden Schulen, was natürlich von den Plätzen her überhaupt nichts regelt, weil Plätze hast du vorher in 3 Schulen, jetzt hast du die gleichen Plätze an einer Schule, aber du hast keinen Gewinn dabei. Also auch ein Thema. Caro, jetzt bist du dran. Diese 4 Dinge, die gehören dir. Da kann ich nichts zu sagen. Okay. Bürgerarbeit an Schulen hatte ich notiert, weil ich war, bevor ich Vollzeitpirat geworden bin, war ich im Projektmanagement und habe da an vielen Schulen den Ganztagsbetrieb aufgebaut. Was mir halt dann negativ aufgefallen ist, ist einfach, dass durch diese Bürgerarbeit oder durch diese 1-Euro-Kräfte immer mehr versucht wurde, an Ganztagsschulen den Betrieb aufrechtzuerhalten. Was ich allerdings massiv kritisiere, weil da einfach die Arbeit drunter leidet, die qualitative Arbeit drunter leidet. Im Bereich der Erzieherin mit 1-Euro-Kräften. Genau. Okay. Das heißt, dass da wirklich 1-Euro-Kräfte dann in den Klassen drin sitzen, den Kindern bei den Hausaufgaben helfen oder auch in den Büchereien eingesetzt werden an den Schulen. Das ist einfach sehr, sehr, sehr riskant, zumal diese Leute meistens auch nicht weitergebildet werden von der Sozialmafia. Und da geht es eigentlich nur darum, welcher soziale Verein kriegt durch diese Bürgerarbeit gern viel Geld. Meine persönliche Erfahrung ist auf jeden Fall, dass da wenig Interesse an
dann wirklich qualitativ gute Arbeit mit den Kindern ist. Und da würde ich gerne mal wissen, wie sonst so die Arbeit von euch, die Wahrnehmung von euch ist. Dann das Thema Schulkindansatz. Wie viel kostet uns eigentlich ein Schulkind wirklich, wenn es auf einer Gesamtschule ist, wenn es auf einer Hauptschule ist, wenn es auf einem Gymnasium ist, auf einer Grundschule? Das wissen, glaube ich, die allerwenigsten. Ich habe lange, lange gebraucht, um das einigermaßen herauszufinden, weil da einfach sehr, sehr viele Geldgeber drin sind, die da mit reinspielen. Und letzten Endes, wenn man bei der Kommune anruft oder beim Land anruft, bei der Bezirksregierung, die sagen alle erstmal, werden wir mal nachgucken. Und dann rufen die überall an und ziehen sich die Zahlen zusammen und dann kriegt man so in etwa raus, wie viel ein Schulplatz wirklich kostet. Und dieser Schulkindansatz, der wird ja von der NRW-Landesregierung auch schon quasi gesetzt, um in etwa die Lohnkosten der Lehrer an den Schulen tragen zu können. Dadurch, durch diesen Landesschulkindansatz kann man zum Beispiel schon mal abschätzen oder kann man schon mal rauslesen, dass ein gymnasialer Schulplatz viel teurer ist, nämlich um gut 50% teurer ist als ein Gesamtschulplatz, weil halt da die Gehälter entsprechend unterschiedlich sind bei den Lehrern. Die kriegen dann meistens halt 13 Stellen. Das hat aber auch Auswirkungen auf die Klassengrößen und auf die Zielkennzahlen, die man von der Landesregierung aus vorgibt. Und das sind halt so Punkte, da würde ich gerne mal mit euch darüber sprechen, wie da der Kenntnisstand ist und was man, wie man das einfach transparenter machen kann, damit auch Eltern wissen, okay, in die Schule, wo ich gerade mein Kind schicken will, fließen die und die Gelder rein und da ist der Schwerpunkt und dieser Informationsfluss zu den Eltern ist einfach bisher sehr mangelhaft. Dann transparent bei Kennzahlen im Allgemeinen, nämlich es gibt zum Beispiel Leistungsstanderhebungen, die werden meistens Ende des 8. Schuljahres gemacht. Die Ergebnisse davon, die bekommt aber kein Mensch zu sehen. Die Lehrer, die Direktoren wissen in etwa, wie ihre Schule abgeschnitten hat, ergeben die aber gar nicht preis, weil die einfach Angst davor haben, dass sie dann verglichen werden können und dann die Eltern sagen, ach, was ist denn das für eine Schule, da möchte ich aber mein Kind nicht mehr hinschicken. Ich habe zuletzt in einer Schule gearbeitet, in Obermarxloh, das war eine Gesamtschule. Okay, Marxloh und Duisburg ist natürlich eine Hausnummer, aber da hatten wir zum Beispiel Ende der 8. Klasse Deutsch, Leistungsstand, Durchschnitt von 4,5. Das hat mich schockiert. Ich hätte gerne in dem Augenblick gewusst, wie es eigentlich in den anderen Schulen in Duisburg, kam aber nicht an die Daten dran. Das hat mich sehr frustriert. Und nicht nur mich, glaube ich, sondern auch viele andere Lehrer und Mitarbeiter an den Schulen, in welcher Form auch immer. Dann qualifizierte Inklusion, aber wie? Ebenfalls aus der aktuellen Inklusionsgeschichte heraus entstanden. Es gibt einfach sehr wenig Erzieher auf dem Markt. Männliche Erzieher zum Beispiel, ich habe 7 Jahre während des Studiums in der Kinderklasse gearbeitet. Wir haben eigentlich im Prinzip andauernd nach männlichen Erziehern gesucht, weil es sie einfach nicht so auf dem Markt gibt. Wenn man in der Inklusion mit männlichen Erziehern arbeiten will, ist es auch extrem schwer, die kriegt man nicht. Und das, was für die Inklusion da ist, ist extrem wenig an Geld, sodass viele Wohlfahrtsverbände in Anführungszeichen hingehen und auch da wieder Bürgerarbeit einsetzen. Sprich, die haben dann qualifizierte Leute, die vom Arbeitsamt bezahlt bekommen, wo die eine Förderung für bekommen und die setzen die dann als Inklusionshelfer mit an Schulen. Da stellt sich auch wieder die Frage, wird man damit den Kindern gerecht, wenn da jemand sitzt, der einmal im Monat 2 Stunden eine Fortbildung bekommt zum Thema Inklusion und dann aber den ganzen Tag mit einem wirklich geistig, körperlich, emotional behinderten Kind arbeiten muss. Kann er das wirklich so als Leistung bringen? Und wird man damit auch den Kindern gerecht, die eigentlich diese Inklusion als Nutznießer letzten Endes bekommen sollten? Das sind so Punkte, wo es halt am Herzen nachkommt. Kann ich besser nicht machen. Ich würde folgendes vorschlagen. Wir sortieren die Karten mal und gehen mal durch, was ist da die Aufgabe der Kommune, was ist die Aufgabe des Landes. Und ich glaube, es ist klar, dass wir die ganzen Punkte heute nicht besprechen können. Und dass wir im Nachgang einfach hier mit so einem Punktesystem gucken, welche 3 oder 4, weiß nicht wie viel Zeit wir haben, welche Punkte
wollen wir halt inhaltlich mal intensiver auseinandernehmen. Ne? Weil ich glaube, wenn wir jetzt über jedes anfangen zu sprechen, dann verzetteln wir uns ganz furchtbar. Deshalb würde ich jetzt im Moment wirklich nur, nicht was, wie finden wir das oder was wollen wir, sondern einfach nur mal versuchen zu sortieren, was kann die Kommune in dem Feld beackern und was muss auf Landesebene passieren oder was muss eigentlich das Land entscheiden oder was muss da passieren. Jetzt weiß ich nicht, Jaroslav, jetzt habe ich hier einmal Kommune, einmal Land, wie wir das hier aufgehängt kriegen, dass du das irgendwie mitverfolgen kannst. Ich würde das nämlich sonst da ans Fenster hängen. Dann können wir es auch, kannst du die Kamera umstellen? Hier zum Beispiel. Ich kann auch gucken, soll ich mal gucken, ob wir noch eins haben? Ja, das wäre cool, ne? Weil sonst... In der Zwischenzeit vielleicht nochmal zu dem Antrag IT-Kataster, wir haben ja gerade Leerlauf. Ich habe in Aachen einen Antrag gestellt, ich möchte eine Übersicht haben über das, wie die Schulen ausgestattet sind. Ja, also angefangen von Rechnern über Beamer, iPads, bis zum Raspberry Pi runter, welche Software läuft da drauf, etc. pp. Und ich habe das Ganze genannt IT-Kataster Schule. Das ist viel Arbeit für die Verwaltung. Ich möchte das aber auch nicht zum Beginn Schuljahr 2015, 2016 haben, sondern peu à peu. Da wird es Schulen geben, die im Prinzip, also ich kenne Schulen, die... die sich ihr Material selber besorgt haben über irgendwelche Spenden und so weiter. Natürlich wird das, sagen wir mal, Begehrlichkeiten wecken, wenn sowas tatsächlich dann an die große Glocke gehängt wird. Aber ich habe kein Problem damit, wenn solche Fälle im Prinzip nicht sofort mit auftauchen, sondern wenn die offiziell ihre Sachen haben und das dann auch präsentieren, dann für sich Werbung machen und im Laufe der nächsten 5 bis 10 Jahre wird sich das dann sowieso entwickeln. Dazu, also normal ist es so, dass die Ausstattung, die die Stadt besorgt, bestellt, gekauft hat, das ist inventarisiert. Mhm. Ja, also es gibt ein Inventar, du hast recht, die große Grauzone ist das, was Lehrer selber anschleppen, weil sie einen Mann haben oder so, der in der IT arbeitet und der kann irgendwie 10 Rechner auftreiben. Da ist aber schwierig dran zu kommen an solche Daten, weil viele Schulen halt auch sagen, die geben wir gar nicht bekannt, weil aufgrund dieser Begehrlichkeiten kommt man nachher her und nimmt zu einem noch wieder weg. Also das ist. Also ich hoffe da auf eben solche Randeffekte, dass die dann von sich aus irgendwann kommen und sagen, oh, das IT-Kataster funktioniert aber gut. Ja, durch Synergieeffekte, dass man sagt, die haben da jetzt 12 Raspberry Pis in ihrer PC-AG, die sind jetzt nicht 100% der Zeit benutzt, also können wir die selber irgendwie nutzen. Dass das über die Zeit kommt. Interessant, jetzt abschließend noch, die Grünen in Ulm haben sich diesen Antrag schon geschnappt. Also die haben den in Ulm im Prinzip auch schon gestellt. Ja, also ich weiß, in Bochum läuft der im Moment auch von, ich glaube, der FDP an, ne? Nach den Sommerferien einfach eine Übersicht, was an Geräten und so in den Schulen, ja, egal, vorhanden ist. Okay, ich schlage vor, ich nehme die Karten jetzt einfach willkürlich weg. Wir reden da eben drüber, wer, ne? Dann nehmen wir mal eine ganz einfache. Begrünungsflächen unter den Freien. Wer müsste das beschließen? Die Stadt. Ja. Die Stadt heißt immer der Schulausschuss plus die Verwaltung. Ne? Also diesen Teil Verwaltung, glaube ich, darf man auch in diesem Ganzen nicht unterschätzen. Ja, wenn es jetzt um Thema Begrünung geht, kann ich das zwar noch nachvollziehen, aber prinzipiell. Wenn man über Unterricht in Freien als festen Bestandteil reden will, dafür kommt man am Land auch nicht vorbei. Warum? Stimmt. Lehrplan. Unterrichtsklasse ist eine Entscheidung der Schule. Also du wirst jetzt kein Gesetz hervorzaubern können, wo drin steht, alle Schulen müssen Unterricht in Freien machen. Das ist im Grunde eine Entscheidung. Wer wird denn so einen Antrag stellen? Die Klasse? Auf Begrünung. Nein, die Schule. Wer ist denn die Schule? Wer macht das denn da? Wer ist das höchste Gremium in dieser Schule? Direktor. Nee. Die Schulkonferenz. Richtig, die Schulkonferenz, ja. Also man würde von der Schulkonferenz hergehen und sagen, wir möchten gerne ein, heißt offenes Klassenzimmer, gibt es verschiedene Begriffe für, gibt es ja auch an vielen Schulen. Die würden diesen Antrag an die Verwaltung der Stadt Bochum, jetzt bei mir Bochum, würden diesen Antrag stellen und entscheiden, würde das dann die Verwaltung gegebenenfalls halt auch in Zusammenarbeit mit den
Schulausschuss. Das heißt aber, welche Möglichkeit hat jetzt der Schulausschuss, auf die Schulkonferenz einzuwirken? Doch eigentlich nicht, oder? Der Schulausschuss? Ja, weil wir sehen jetzt im Prinzip, wir würden gerne mehr Grünzeug an den Schulen haben. Ja. Wenn das jetzt aber, sagen wir mal, initial von der Schulkonferenz kommt. Ihr könnt doch die Schulen anschreiben. Du kannst doch eine Schule anschreiben und sagen, ja. Also wir Piraten in Aachen könnten uns vorstellen, mehr Grün und... Oder erst mal nachfragen, ist das überhaupt ein Problem? Ja, oder ist das gewünscht? Ja. Ne? Okay. Oder sind die Gegebenheiten da? Manche Schulhöfe gehen das ja auch gar nicht her. Okay. Ne? Okay. Könntest du es bitte einmal vorlesen? Ich Bundeswehr in den Schulen, in der Schule. Das ist gemein, ne? Ja. Das ist ganz fies. Also ehrlich gesagt würde ich mir wünschen, dass das vom Land her so gesetzlich beschlossen wird, dass sie einfach da nichts verloren haben. Aber das ist wie gesagt ein Wunsch. Also kein Wunschkonzert, sondern kann denn da Einfluss drauf nehmen? Ja, eigentlich das Land, weil das Land hat ja aktuell diese Kooperationsvereinbarung noch getroffen. Das geht ja nicht über den Bund. Sondern das Land hat gesagt, wir erlauben die Bundeswehr an Schulen mit den Jugendlichen. Wir fördern das. Oder wir fördern das, ja. Genau. Das was ist denn, ja, aber wir nehmen jetzt die Diskussion mit den LPG ein bisschen vor, ja. Weil ich habe ja den Antrag gestellt. Was ist denn mit der Kooperationsvereinbarung, die es im Moment zwischen Bundeswehr und Land gibt, nämlich dass die Bundeswehr gerne gesehen ist an Schulen? Was ist denn, wenn die gibt? Kommt dann die Schule trotzdem entscheiden? Nicht mehr an die Schule? Kann die Schule trotzdem allein entscheiden? Wer entscheidet das? Schulkonferenz? Ja, Schulkonferenz. Ja? Also man würde zwar diesen Stellenwert wegnehmen, weil es halt nicht mehr offiziell von oben abgesegnet ist. Ja. Letztendlich fällt das aber in die Entscheidung der Schulkonferenz, ob es an der Schule so ist oder nicht. Wir haben inzwischen 13 Schulen in NRW, die einen Schulkonferenzbeschluss haben, dass bei ihnen an der Schule die Bundeswehr nicht kommt. Und wir sind da ja so ein bisschen hier mit der Landesschülervertretung GEW und so unterwegs. Und ich würde halt gerne auch für die Aufhebung dieses Vertrags würde ich halt plädieren. Das heißt, wenn Land, aber im Zusammenhang natürlich mit den Schulen. Ne? Das Land kann nicht entscheiden, dass, was weiß ich, Max-Planck-Gymnasium in Düsseldorf darf die Bundeswehr nicht mehr einladen. Das würde die Kompetenz des Landes überschreiten, weil wir haben eine selbstständige Schule und die Schule entscheidet das. Habt ihr einen Überblick, welche Schulen das sind? Könnt ihr um die vielleicht mal rumschicken? Ich kriege das auf jeden Fall raus. Ich kann dir sagen, es hat ja vor zwei, drei Jahren, ja vor unserer Zeit, kurz vor unserer Zeit, es muss dann 2011 gewesen sein, eine Klage geben, weil in Aachen ein Gymnasium diesen Schulkonferenzbeschluss gefasst hat und darauf den Friedenspreis bekommen hat, was zu einer riesen Aufregung im Landtag geführt hat, weil natürlich unsere lieben Kollegen von der FDP und CDU das als ganz furchtbar fanden, dass man einen Friedenspreis einer Schule gibt, die halt die Bundeswehr nicht dort haben will. Ich habe leider noch kurz Frage, bei Verfassungsschutz ist es ja genauso wahrscheinlich, ne? Wenn der, genau. Und dann habe ich noch eine Frage, kann man... Aber der Verfassungsschutz, da gibt es keine Vereinbarung offiziell im Land. Okay. Diese Kooperationsvereinbarung, die gibt es in einigen Bundesländern, aber nicht in allen. Okay. Ja, während der Verfassungsschutz, der, ich weiß nicht, was die machen, ob die bei den Schulen anrufen Werbung machen, so nach dem Motto, wir würden ja gerne mal kommen, oder ob das von den Lehrern ausgeht, kann ich dir nicht sagen. Kann man vom Stadtparlament denn irgendwie sozusagen irgendwas machen, um den Schulen in Köln, jetzt als Beispiel meiner Stadt, zu sagen, wir möchten das. Also wir empfehlen, das nicht zu tun. Was meint ihr? Geht das? Empfehlung kann man in jedem Fall aussprechen, oder? Nur man kann es nicht bestimmen. Nee, weil das ist Unterrichtsangelegenheit und wir wollen Unterrichtsangelegenheiten ins Land. Ja. Das heißt, wir können also als Ratsgruppen Wir können das machen, könnten es ja hinhängen und wir möchten das, aber ihr werdet ja keine verbindlichen Charakter reinbekommen, weil das einfach nicht in der Entscheidungskompetenz. Aber man kann im Prinzip eine Empfehlung aussprechen, das wird ja gehen. Genau das daher geht zum Beispiel bei TTIP. Das war so eine Resolution. Genau, wir empfehlen das eben. Erstmal zur Kenntnis zu nehmen und zum Zweiten. Das könnte aber zu Schwierigkeiten führen. Das hängt so ein bisschen auch damit zusammen,
wie im Schulausschuss aufgestellt, wie die Zusammenarbeit zwischen Schulrat und Verwaltungsschulausschuss ist. Mhm. Ja, also ich weiß, dass da in Bochum zum Beispiel ein, ich sag mal, leicht angespanntes Verhältnis herrscht, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Okay. Du machst dir diese Leute dann natürlich, die werden dir sofort sagen, da habt ihr überhaupt nichts mehr zu tun. Ne? Das würde sofort halt zu Diskussionen führen. Ja, das ist hier. Also Bundeswehr in Schulen fände ich gut. Also gibt es den Antrag zum LPT. Ich hoffe, dass wir den ins Programm kriegen, weil ich mit der GEW, der, wie gesagt, der Schülervertretung NRW, wir würden da gerne zum Sommer einfach gemeinsam Aktionen machen und dafür brauche ich den Beschluss. Na, was machen Sie denn? Bekenntnisschulen. Was? Das ist das 11. Schräg. 11. Schulrechtsänderungsgesetz, was im Moment verhandelt wird. Wir haben eine Anhörung dazu gehabt. Das wird am Mittwoch im Landtag wird das verabschiedet. Das Gesetz zur Bekenntnisschule. Also ist das jetzt nur Land? Das wird euch treffen, das Thema. Also wir haben im Schulausschuss zum Beispiel überlegt, dass wir eine jüdische Schule zum Gymnasium machen. Eine was? Eine jüdische Schule. Und da ging es genau darum. Also ob das jetzt der Rat wirklich entscheiden kann, weiß ich nicht. Ich meine, im Schräg steht aber auch, dass letztendlich die Schulverwaltung selber entscheiden kann, ob sie das jetzt machen möchte oder nicht. Oder? Also, in dem Gesetz, was ab nächsten Monat, denke ich, gilt, steht deutlich drin, die einzelnen Kommunen, die haben ein Antragsrecht. Das heißt, der Schulausschuss kann beschließen, zu beantragen, dass eine Bekenntnisschule in einer Gemeinschaftsschule umgewandelt wird. Das, ne, ist gerade in den Kommunen wichtig, wo es eigentlich nur Bekenntnisschulen gibt. Also es gibt Kommunen, da gibt es gar nichts anderes. Und die Konsequenz ist klar, da sind Schüler islamischen Glaubens oder, sag ich mal, auch Schüler, die keinem Glauben angehören und sind im Grunde gezwungen zu dieser meistens, ne, sind irgendwie über 90% sind es katholische Bekenntnisschulen. Und es soll erleichtert werden, die Umwandlung von einer Bekenntnisschule in eine Gemeinschaftsschule. Das heißt, die Stadt kann hergehen und sagen, wir beantragen die Umwandlung. Dann würde man ein Abstimmungsverfahren in der Schule machen. Es müssten dann aber über 50% der Eltern dieser Schüler müssten dem zustimmen. Wir haben beantragt, dass 50% der abstimmenden Eltern dem zustimmen müssten, wie das in der Demokratie eigentlich ist. Ja, also bei allen Wahlen zählt ja nicht, wie viel Prozent von der Gesamtheit der Menschen hast du erreicht, sondern wie viel Prozent der abgegebenen Stimmen. Das ist uns natürlich nicht gelungen. Beim Bürgerbegehren auch Quorum? Bitte? Beim Bürgerbegehren auch, also Quorum, das ist doch von den Stimmrechtlichen, oder? Nein, ist egal. Ja, aber du musst ja auch nachher bestimmt, um das Begehren einleiten zu können, brauchst du ja auch viele Stimmen. Okay. Ja, das jetzt ist halt hier nicht. Deshalb würde ich das mal, deshalb habe ich in der Mitte was belassen. Ich hänge das mal hier in die Mitte, weil eigentlich ist das Landesgesetz ist da, aber die Kommunen haben da Einfluss drauf. Das heißt, wenn das bei euch ankommt, die Parteimeinung ist, glaube ich, klar, die ist bekannt. Wir möchten keine Bekenntnisschulen, wir möchten, dass alle Schüler zusammen auf eine. Aber dann könnt ihr könnt das einfach hier auch mal, wenn ihr da unterwegs seid, mal so Luftballon, so Probeballon starten. Könnt ihr einfach mal so einen Antrag stellen, wenn ihr Bekenntnisschulen habt, eine davon euch aussuchen und sagen, da sind quasi nicht so und so viele Kinder mit Migrationshintergrund, was auch immer, oder es gibt keine Alternative in der Nähe. Einfach mal so einen Antrag stellen, die umzuwandeln. Finde ich spannend, was dann passiert. Eventuell hätten wir dann Aspiranten, ja? Wir auch. Ja? Ich glaube auch, dass die politische Bedingung gerade dafür. Weil ich glaube, dass dieses, oder ich befürchte, dass dieses Gesetz im Moment, das wird so ein bisschen im Keller verschwinden, weil also, ja, die können das machen, aber einfach so alles, wie es ist. Ja. Also da könnten wir sicherlich auch Profil gewinnen, wenn wir einfach solche Anträge mal stellen. Ne? Das wird für Empörung zu sorgen, aber ich finde, Empörung ist eine gute Sache für uns. Sollen sie sich empören, ne? Wenn wir da unseren Standpunkt klar machen können, glaube ich, könnte das auf kommunaler Ebene eine schöne Geschichte für uns. Moni, wie finde ich denn raus, wie viel Anteil der Religion an den Schulen sind? Da müsste ich doch im Prinzip erstmal eine Anfrage machen. Nachfragen, ein Pinken kriegen.
Für die ganze Stadt? Einfach aber mal. Ich glaube schon, dass, also die oder Statistik da Zahlen, ist da. Also weil ich weiß halt aus meiner eigenen Zeit als Lehrerin, dass Schulen unglaubliche Statistiken führen, dass da nicht ja. die Schulgrößen der Schüler alle auch noch mit aufgenommen. Also das ist der Verwaltung absolut bekannt. Und das heißt, ein Anruf bei der Verwaltung würde reichen. So, Lehrermangel. Land. Prinzipiell ist Land, ne? Das heißt, das Land verteilt die Lehrer, einen gewissen Einfluss hat die Bezirksregierung da drauf, weil die halt zum Beispiel diese Vertretungslehrerstellen verteilt. Das heißt, für einen Schulausschuss oder für einen Schulrat ist es halt nicht verkehrt, einen ganz guten Rat zur Bezirksvertretung zu haben, weil auch da ganz viel, wenn man ehrlich ist, über Vitamin B geht und nicht unbedingt immer über Bedarf. Es gibt ja keinen Lehrermangel, es gibt nicht so viele Schüler. Offener Ganztag, Elternbeiträge. Es gibt einen Rahmen, der vom Land vorgegeben ist. Also es gibt einen Höchstbetrag, den man von Eltern nehmen darf. Der liegt im Moment bei 170 Euro. Und die Staffelung entscheidet die Kommune. Wobei das mit den 170 relativ neu ist. Das ist erst seit 4 Wochen. Ja. Das ist noch nicht. Also bei uns ist es noch nicht angekommen, sonst hätten wir da schon noch einen Ticker. Ja. Aber diese Untergrenze, ab wann der frei ist, die ist nicht vorgegeben. Nein, das ist nicht vorgegeben. Es ist auch nicht vorgegeben, das zu staffeln. Du kannst auch herwählen und von allen den gleichen Beitrag. Es ist auch nicht verpflichtend, Beiträge zu machen. Genau. Du kannst auch sagen, ich lasse das komplett frei. Das geht auch. Ja. Aber wer macht das von der Frage? Ja. Also ich weiß, in Bochum gibt es eine Staffelung, da werden die 170 Euro genommen, ab 80.000 Euro Einkommen. Das ist aber auch. No? Und ihr werdet wahrscheinlich in einigen Kommunen im Moment da auf Dinge stoßen, dass da eine Satzung zu verabschiedet wird. Es gibt von der Gemeindeprüfungsanstalt, gibt es halt ein großes Gutachten, dass viele Dinge nicht richtig laufen und die OGS braucht sowas wie eine Satzung, die haben viele Kommunen und die ist jetzt gerade zum Beispiel durch den Rat der Stadt Bochum gegangen und verabschiedet worden, wo bestimmte Dinge einfach festgelegt sind. Wenn da Interesse daran besteht, kann ich das sowohl die Satzung aus Bochum als auch dieses von der Gemeindeprüfungsordnung, kann ich das Ding einmal rum. Was da auch hilfreich wäre, einfach vielleicht mal zu gucken, welche Kommunen die haben und welche nicht. Weil, was? Besatzung? Ja, oder diese Staffelungen auch. Mhm. Weil ich glaube, dass das ein gefundenes Fressen ist für einige Ratsberaten. Da mal darauf hinzuweisen, dass hier, weiß nicht, bei 10.000, 20.000 Euro Jahreseinkommen OGS-Beiträge zu fordern, halte ich für ein Unding. Ja. Also, weil die müssen sowieso schon kämpfen, dass sie überhaupt arbeiten können. Moment, haben wahrscheinlich schon 2 Jobs, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und dann müssen sie halt abends dann noch ihr Kind dafür bezahlen, dass sie mehr arbeiten. Ja, vor allen Dingen die Staffelung in Aachen ist zum Beispiel so, wenn sie jetzt erhöhen ja. und von den oberen, höher Verdienenden sagen, wir nehmen jetzt unser Kind aus der OGS, fällt also im Prinzip dieser Beitrag weg. Ja. Um den zu kompensieren, müssten 2 bis 3 von den Niedrigverdienern jetzt ihre Kinder zusätzlich in die OGS schicken. Ja. Also im Prinzip gewinnt man da jetzt nicht wirklich viel. Ja. Habe ich verstanden. Nein, also aufgrund einer Beitragserhöhung, ja. wenn wir von den höher Verdienenden, die jetzt sagen, wir nehmen unser Kind runter, um den Verlust, den du dann an Beitrag bekommst, zu kompensieren müssten, reicht es ja nicht einen von den Niedrigverdienern da jetzt, dass die ihr Kind zusätzlich draufpacken, sondern dann brauchst du gleich 2, 3 oder 4. Nee, so wird das nicht gerechnet. Mhm. Also so wird das nicht gerechnet. Das gibt einen Schlüssel halt, dann kommt der Elternbeitrag da rein, aber es würde nicht dazu führen, dass automatisch für die Unteren das angehoben würde. Also nein, ich meine nicht, dass das von den Unteren angehoben wird, sondern ein Kind aus der oberen Schicht für, sagen wir jetzt 170 Euro, geht raus. Diese 170 Euro fehlen mir. Das heißt, um jetzt auf diese fehlenden 170 Euro zu kommen, bräuchtest du eigentlich zusätzlich von den niedrigeren Einkommen 2 bis 3 Kinder, ja, die das haben brauchen. Ja viele, deshalb haben ja viele Kommunen überhaupt nicht gestaffelt, sondern haben von allen Schülern, allen Eltern das gleiche Geld genommen und haben einfach Schnitt genommen. Mhm. In Bochum fand ich das übrigens relativ in Ordnung, was sie gemacht haben. Sie haben, als dieser neue Betrag 170 Euro kam statt 150, haben sie eine Stufe draufgesetzt.
ja, und haben einfach gesagt, die jetzt noch mehr verdienen sollen, halt auch noch mehr verdienen. Sie haben das unten überhaupt nicht verändert, was ich jetzt von der Sache schon mal auch in Ordnung fand, weil ich da eine Belastung nicht in die unteren Reihen ziehe. Ja. Ne? Wobei, das muss man ganz ehrlich sagen, also die haben im Schulausschuss gesagt, in Bochum betrifft das genau 50 Eltern, die dann 20 Euro mehr bezahlen müssen. Ne? Also ist das überhaupt haltbar, dass das kommunal so unterschiedlich geregelt wird? Weil das ist eigentlich nicht ist in das der Kommune. Das ist ja ähnlich wie bei Kindergartenbeiträgen. Ja, genau, das ist ja genauso ungerecht eigentlich. Wenn ich in Köln wohne, müsste ich für 4 Kinder zahlen, in Hürth für 1, in, ich glaube, Düsseldorf für keins. Das ist ja eigentlich nicht ganz fair, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass es die Reichen sind, die reichen Kommunen, richtig, keine. Also die Diskussion wird auf Landesebene auch geführt, ob man da nicht, ähnlich wie man das bei den Schulden macht, ob man da nicht auch Ausgleichszahlungen von Städten einzieht. Schwierige Diskussion. Ja, also das ist ganz klar im Rahmen natürlich, ne? Im Rahmen des, jetzt kleben die Dinger nicht, ey. Das ist ein Einwegklebchen. Was wolltest du geschickt haben? Von der Gemeindeprüfungsanstalt, den Bericht zum offenen Ganztag und die Satzung der Stadt Bochum. Ich kippe das im Moment alles auf die AK-Bildungsliste, ne? Weil wir keinen anderen... Hätte ich jetzt gerade gefragt, ist jemand hier, der nicht auf der AK-Bildungsliste ist? Weil wir keinen anderen Verteiler haben im Moment. Sind ja doch einige. Und weiter. Schulform. Schulen schließen. Wer ist dafür zuständig? Die Stadt. Stadt, würde ich auch sagen. Ja. Definitiv. Im Rahmen, ja, im Rahmen gesetzlicher Gegebenheiten, Beispiel, kommen wir gleich wahrscheinlich noch drauf, Förderschulen, es gibt die Mindestgrößenverordnung an Förderschulen, Förderschulen, die nicht an 144 Schüler kommen, sind im Grunde gezwungen, den Laden dicht zu machen oder sich mit einer anderen Schule mit Teilstandort zusammenzuschließen. Da habe ich eine kurze Zwischenfrage, wie sieht das aus? Gibt es da irgendwie so eine Art Flächenplan? Weil wir haben zum Beispiel in Düsseldorf jetzt den Fall, wenn du auf die Karte guckst, der Norden ist halt eher so ein bisschen betuchter, ne, und so, also klassisch schwarz. Da sind zum Beispiel jetzt weniger Förderschulen als im Süden. So, gibt es da irgendwie eine Verteilung aus dem Land raus? Nee, gibt's das nicht. Ist, das müsstet ihr weil haben, das hat nämlich zur Folge, dass teilweise, sozial schwächer Gestellte das Problem haben, dass die mit ihren behinderten Kindern dann relativ weite Anfahrtszeiten haben. Aber ne, ihr müsstet alle einen Schulentwicklungsplan haben, wo im Grunde drinsteht, wie man sich vorstellt in den nächsten Jahren, wie die Schullandschaft bei euch entwickelt. Also welche Schulen Gefahr laufen, in den nächsten Jahren zu wenig Schüler zu haben, die mit Schließung bedroht sind. Der muss eigentlich in allen Kommunen folgen. Die sind sehr, sehr unterschiedlich gestaltet. Es gibt Schulentwicklungspläne, die haben 2 Seiten, da steht irgendwie ganz, ganz wenig drin. Es gibt sehr ausführliche Schulentwicklungspläne, wo sehr gut evaluiert ist, wie viele Kinder wohnen im Stadtteil. Dann gibt es halt die Kommunen, wo das manchmal ganz furchtbar daneben geht. Ist jemand aus der Akademie, aus Köln hier? Ich war gestern in Köln-Gedersdorf bei dieser Elterninitiative OGS, wo im Grunde die Stadt verpennt hat. Die haben ein Neubaugebiet mit 7.000 neuen Leuten, die da leben. Also dieser Stadtteil ist von 3.000 auf 10.000 Euro Leute gewachsen. Da stehen also Tausende von Einfamilienhäusern, die da gebaut wurden. Das ist das größte. Wo ist das nochmal? Wiedersdorf. Das ist die europäisch größte Baustelle, was im Moment an Familien Häuser betrifft, und dann haben die da eine kleckerkleine Grundschule und OGS drin. Ne? Also das ist ja auch Planung. Ich muss einfach gucken, wo ziehen Leute hin, und ich muss halt die notwendige Infrastruktur dafür schaffen. Das geht an vielen Stellen. Ich weiß. Also noch ein Schwank aus Aachen. Der Bereich Inklusion an Grundschulen, den haben die in der Schulentwicklungsplanung in Aachen komplett außen vor gelassen. Ja. Ja, also was brauche ich für eine Infrastruktur? Ich muss barrierefrei bauen oder neu entwickeln. Und das haben die komplett rausgelassen. Auch was Gruppenräume und so. Ja, ja, also das ist total. Also das ist Inklusion taucht an vielen Stellen so. Schulschließung wegen Inklusion. Ja, auch genau, Kommunenstadt. Ne? Ja. Ist sicherlich eine Sache von Schülerzahlen, ist aber auch eine politische Entscheidung. Ne?
Also ich würde das nicht unterschätzen. Man hat natürlich auch Einfluss drauf, ob ich sage, ich nehme zum Beispiel zwei Förderschulen zusammen, um vielleicht mal ein Angebot zu erhalten. Oder ob ich wie Hochsauerlandkreis sage, ich schließe die per se alle. Ja? Also viele versuchen sich an diesen 144, gerade bei der Förderschule Lernen, viele versuchen sich mit den 144 Schülern rauszureden und sie werden jetzt gezwungen. Lasst euch da nicht einlullen, das stimmt so nicht. Es gibt Möglichkeiten, wie gesagt, mit Teilstandorten, um da unter Umständen auch was zu verhindern. So, IT-Sicherheit an Schulen. Ja, Schulträger, oder? Ich habe da was vorbereitet. Ja, ich war ja in dieser Wahlratssitzung. Ich weiß nicht, wie das im LWL oder auch im KVR aussieht, aber der Landschaftsverband Rheinland hat halt eben dieses Zentrum für Medien und Bildung. Und wer da Interesse dran hat, also die haben tierisch viel Kram. Ich weiß halt, wie gesagt, ne? Zentrum für Medien und Bildung. Das ist eine Geschichte aus dem Landschaftsverband Rheinland. Wir arbeiten zum Teil durch die Medienberatung NRW auch mit dem LWL zusammen. Es wäre ganz interessant zu erfahren, ob sowas auch im Ruhrparlament und im, wie heißt es, was gibt es denn noch? Die Kommune. Ja, und in anderen Bezirken oder so gibt. So, IT ist komplett im Moment Sache der Kommune. Du hast es Bilanz gemacht. Ja. Es gibt ja aus der Rede von Frau Kraft hier, ne, jetzt wird alles besser und ne, wir machen jetzt alles ganz toll, gibt es halt für den Bildungsbereich die Ankündigung, dass man sich mit den Kommunen zusammensetzt und eine gemeinsame Strategie entwickelt zur Ausstattung von Schulen. Dazu haben wir letzte Woche eine kleine Anfrage gestellt, wie weit sie sind, sie werden wahrscheinlich noch gar nicht angefangen haben. Aber ich hoffe, dass sich da irgendwann was tut, weil ich glaube, dass sie inzwischen zumindest begriffen haben, mich zuletzt auch aufgrund dessen, dass wir da richtig Druck gemacht haben die letzten zwei Jahre, dass da was passieren muss und dass die Kommune das auf gar keinen Fall wert alleine Schulden anholt. Auf gar keinen Fall. Ja. Ich kann die Anfragen, wir haben welche gestellt, kann ich euch auch immer gerne schicken, wenn ihr euch das was hilft. Ich weiß es nicht. Also, ne? Wobei halt Köln ist ja wahrscheinlich noch relativ gut. Ja, wir haben ja dieses IT-Konzept neu. Und ich weiß halt auch, dass die Schulrating von Köln einfach sehr aufgeschlossen ist. Ne? Also die ist klein, ja, meinst du? Die Schuldezernent ist? Ja. Ja, vor klein. Ab. Ja, genau. Ich war auf dieser OER-Veranstaltung in Köln an dem Berufskolleg und ich war überrascht, wie offen die halt zum Beispiel auch OER gegenübersteht, gerne eine Modellschule machen würde. Da läuft auch einiges, aber ich glaube, es wird jetzt hier ein bisschen Open, was ist OER? Open Education Resources. Vielleicht erklären? Das sind halt Lernmaterialien unter freien Lizenzen, nicht von den Schulbuchverlagen, sondern für jeden nutzbar, für jeden änderbar. Gibt es im Moment in NRW auf dem Portal LearnLine, da findet man solche Angebote. Wie ist das? LearnLine. Ihr wisst das nicht, Leute, das ist der Antrag, der einzige Antrag, den wir im Haushaltsverfahren jemals durchbekommen haben, nämlich 100.000 Euro für die LearnLine NRW. Ja, in der Garage stehen, weil ich die NRW-weit damals verteilt habe. Das war eine super Aktion. Also wir haben versucht, in Aachen diese Musikpiraten-Liederbücher unterzubringen. Es wurde uns untersagt, weil da hinten steht nämlich Musikpiraten und politische Schriftstücke sind an Schulen nicht erwünscht. Also bei uns soweit die Qualität. Im Ruhrgebiet haben die uns die tatsächlich auch gerissen. Das war eine super Aktion damals. Ja. Ist also ich habe es erst jetzt gehört, also sorry Leute, tut mir leid. Also ich hatte nochmal zu dieser LVR-Geschichte gefragt, ob die ganzen Materialien, die da zur Verfügung gestellt werden, unter freien Lizenzen stehen. Und die haben halt gesagt, ja, alles frei. Also da ist auf jeden Fall ein Riesenpotenzial, was halt nur abgerufen werden muss. Wo du sagst LVR, ne? Ja. Diese ganzen Sachen gelten tatsächlich nur für staatliche Schulen. Ja, der LVR ist Träger halt auch von sehr vielen Schulen, gerade im Förderschulbereich. Da gelten diese Sachen nicht, da haben die Kommunen nämlich keinen Einfluss drauf. Also wenn das gilt jetzt nur für Schulen in den Kommunen unter staatlicher Trägerschaft. Ja, das gilt nicht für Privatschulen und das gilt auch nicht für Schulen im Landschaftsverband. Ja, weil da
ist natürlich da, der Einfluss ein völlig anderer. So, dann habe ich E-School. Nochmal ein Wort, was damit gemeint ist. Wer hat die Karte geschrieben? Ja. Das ist die Ausstattung der Schulen mit als ja, aber nicht unbedingt nur die Sicherheit, sondern eben, also ich weiß nicht, ist das? Ist gerade gegoogelt. Also E-School ist tatsächlich seit dem Jahr 2000 wohl eine Initiative in Düsseldorf, IT an Schulen zu bringen. Okay. Und Vernetzung und so weiter und so fort. Und das findet sich dann in den letzten 15 Jahren alles mögliche zu. Also in Dortmund wäre das Schulen ganz nett. Ja. Und genau, das heißt dann überall irgendwie wahrscheinlich anders. Aber wenn, dann ist es eher in der Kommune angesiedelt, als Initiative in der Kommune, als dass es beim Land angesiedelt ist. Also, ne? Ja. Glaube ich schon. Ist das denn eine staatliche Initiative oder ist das eine Bitkom-Initiative? Nee, das ist eine städtische Initiative. Okay. Städtische Verwaltung schon öffentlich. Transparenz bei Kennzahlen ist, glaube ich, ziemlich eindeutig, ne? Was damit gemeint ist. Kommune? Wo siehst du das angesiedelt? Das kann beim Land, aber auch bei der Kommune angesiedelt werden. Wichtig geht es darum, dass diejenigen, die über das Schicksal der Kinder bestimmen, die Eltern, dass die einfach die Möglichkeit haben, eine Information zu bekommen. Wer diese jetzt bereitstellt, ob es jetzt die Kommune sind oder das Land, ist eigentlich egal. Also Lernstandserhebungen könnten prinzipiell durch das Land am besten... Kennzahlen. Stopp. Kennzahlen besagt eigentlich nur, dass das aus... Und da werden die Einzelkosten von bestimmten Kennzahlen rausgegeben. Das kann man eigentlich, ist das nachschaubar. Vielleicht ist das ganz nee, gemeint, das, weil da drunter steht dann so kann. Ist beides gemeint, deswegen steht auch beides da drin. Ergebnisse, Leistungsstandserhebungen und Noten. Durchschnitte, das sind halt alles Sachen, die möchte ich halt alle gerne möglichst für Eltern zugänglich haben. Also nicht nur die Kennzahlen, sondern halt auch die Ergebnisse, Lernstandserhebungen, auch also die einzelnen Schulen. Genau. Dass halt Eltern wirklich vergleichen können, schicke ich jetzt mein Kind jetzt auf die Gesamtschule A, B oder C. Sind wir ganz schnell im Datenschutz. Ist egal, wo wir was mit hin, wer soll, passiert, wer kann die denn rausgeben, wer sammelt diese Daten? Bei uns statt IT-NRW? Nein. Also das sammelt, das ist eine schulinterne Unterrichtsgeschichte. Wo gehört die auf jeden Fall hin? Ins Land. Das Land sammelt dann solche Daten. Also die Kommune hat mit den Daten zum Beispiel von Zeugnissen und von Lernstandserhebung haben die nichts mehr zu tun. Gar nichts. Wenn es so gesammelt wird, wenn kommunal gesammelt ist, sehen wir jetzt an. Also Lernstandserhebung, die Daten sammelt ja das Land tatsächlich, ja, ne, und wertet die aus. Die machen aber wirklich noch Pause. Qualifizierte Inklusion, aber wie? Aber wie? Also meine persönliche Erfahrung ist eigentlich, darauf zu achten, dass es auch qualifiziert stattfindet. Das ist eigentlich nur in der Kommune möglich. Aber die Finanzierung, damit es überhaupt qualifiziert stattfinden kann, die läuft leider über das Land. Stimmt nicht. Also du hast gerade auch in deiner Ansage hast du über Inklusionsassistenten gesprochen. Ja. Das sind die Leute, die nicht Lehrer sind, sondern zusätzliches Personal für Kinder mit Handicap, die den Schüler im Unterricht begleiten. Der Schüler mit Handicap kommt an eine solche Person nur durch das Bundessozialhilfegesetz. Das heißt, das ist eine Einzelförderung, die entweder das Jugendamt bei persönlichen psychischen Problem, dann würde das Jugendamt, sag ich mal, das übernehmen. Und bei einem anderen Krankheitsbild würde das Sozialamt, ist das beim Sozialamt angesiedelt. Das Geld dafür muss im Moment der Bund bezahlen, weil es halt über dieses Bundessozialhilfegesetz geht. Das wird in den Kommunen sehr unterschiedlich geregelt. Und womit du durchaus recht hast, ist, es gibt keine Berufsbeschreibung dieser Menschen. Ja? Wenn du dich jetzt Inklusionsassistent nennst, dann bist du halt einer. Einige Kommunen machen sowas wie eine Fortbildung, aber das ist nicht vorgeschrieben. Und das, was du da gesagt hast, das finde ich total wünschenswert. Und das habe ich jetzt bei uns im Schulausschuss auch schon gesagt. Das ist ein wunderbarer Antrag, dass ihr sagt, diese Inklusionsassistenten, die brauchen einen Standard bei uns in der Stadt. Die sollen eine bestimmte Ausbildung erhalten,
dann sollen sich die Caritas, die AWO, wer auch immer die Träger sind, die diese Leute zur Verfügung stellen, die sollen sich bitte mal in einem Arbeitskreis zusammenschließen und gemeinsam entscheiden, was muss dieser Mensch eigentlich mitbringen. Weil im Moment ist das, sind das teilweise wirklich ne, völlig unqualifizierte Leute, die da auf die Schüler losgelassen werden. Insofern hast du recht. Und dann ist es, wo kommt es hin? Bei Corona. Es gibt eine Bestrebung vom Land, diese Inklusions... Vielleicht schreibst du das nochmal drauf, dass es hier, sonst ist das so, dass es um Inklusionsassistenten geht. Ne? Weil ansonsten ist Inklusion natürlich eine Landesaufgabe, wenn es um Lehrer geht. Ne? Schön deutlich, ne? Vereinfacht aus. Es gibt eine Initiative, dass man erreichen will, dass dieser Inklusionsassistent nicht mehr die persönliche Unterstützung ist. Im Moment ist es halt so, dass so ein Inklusionsassistent nur für Karlchen was machen darf. Und wenn daneben einer sitzt, der, ne, weiß ich nicht, jetzt dringend Hilfe braucht, darf der das gar nicht. Ja, weil das eine persönlich zugeschriebene Leistung ist. Das ist also so, dass du mit anderen Leuten Krankenkarte auch nicht zum Arzt gehen darfst. Und diese Bestrebung ist einfach so eine Poolbildung, dass ich sage, ich habe drei Schüler in der Klasse, die brauchen eigentlich alle so einen Inklusionsassistenten. Und warum soll der sich jetzt in der Unterrichtszeit nicht um diese drei Leute kümmern? Das macht Sinn, das spart Geld. Finde ich total unterstützenswert, aber da braucht es halt eine Gesetzesänderung. Was er sich kümmert, müsste auch. Um was er sich genau zu kümmern hat, müsste auch definiert werden. Ja, das kann ich dir sagen. Er darf sich um alles kümmern, nämlich um die persönlichen Belange des Schülers, aber nicht um den Unterricht. Nee, wir haben einen Fall, der sich weigert, die Windeln im Laufe eines ganzen Schultages zu wechseln, der dann fast, weiß ich nicht, 8 oder 10 Stunden quasi in seinen Windeln. Und die Mutter ist total verzweifelt, weil er sagt, das ist nicht meine Aufgabe und es wird dir auch gesagt, das ist nicht seine Aufgabe. Genau, das ist ja. Und ja, aber er sagt, nein, das gehört nicht zu seiner Aufgabe. Das muss er gehen. Und es ist aber anscheinend, also weil jetzt von außen das auch kam, also er da Unterstützung hatte, dass das, also ich hatte das so verstanden, dass das tatsächlich nicht zu seinem, also zu ihm gehört nur Begleitung und ihm helfen und Unterricht und alles, was die Schule angeht, aber nicht. Genau das nicht, er darf keinen unterrichtliche Tätigkeit machen, das darf er nicht. Er ist die persönliche Pflege. Für Unterstützung im überhaupt im Schulalltag zu überleben, ist er da. Und wer ist der Träger? Ich habe das nur am Rande mitbekommen, weil meine Tochter da auch noch Nachhilfe gibt, dass da die Mutter also ein riesiges Problem hat. Also ich will mich an den Träger wenden, das ist im Normalfall irgendwie einer der freien Wohlfahrtsverbände, wie gesagt, AWO, Caritas, was immer es da so gibt. Da muss ich da nochmal genau nachhören. Und dann würde ich mich an die Leute wenden und einfach sagen, damit können wir hier, kommen wir nicht zurecht, das ist eine Zumutung fürs Kind. Das ist auch spannend, ne? Wenn du sagst, der Leib, warum darf der Unterricht sein? So. Gemeinnützige Schüler, das hatten wir vorhin schon auf der ersten Seite, da geht es um interkommunale Zusammenarbeit. Ne? Das war ja der Fall, Schüler aus anderen Orten, also Schüler aus Ort A gehen in Schüler in Schulen von Ort B. Und die Ort B sagt jetzt, warum soll ich für die Schüler aus Wohnort A Kohle bezahlen? Das ist ein Problem, was zunehmen wird, halt auch demografischer Wandel, gerade in den ländlichen Bereichen. Die kommunalen Spitzenverbände sind da dran. Und die Gretchenfrage dabei ist, das Land gibt halt den Kommunen auch Geld für Schüler. Wem soll das Geld folgen? Folgt das Geld dem Ort, wo der Schüler wohnt, oder folgt das Geld dem Ort, wo der Schüler zur Schule geht? Wie ist es denn im Moment, wo er wohnt, wa? Im Moment folgt es dem Ort. Das hat beides Vor- und Nachteile, das muss man sehr genau abwägen. Und die kommunalen Spitzenverbände, das heißt die da Einfluss drauf nehmen könnten, die binden sich da im Moment so ein bisschen hin und her. Aber ansiedeln würde man das im Moment wo? Im Moment bei der Kommune, oder? Nee, es ist ja. Ihr entscheidet ja. Das ist ja eigentlich immer für beide Bereiche. Ja. Ja, für beide, sowohl für Land wie für Kommune ist es eigentlich ein Thema, aber... Also du wirst landesgesetzliche Rahmenbedingungen brauchen für die Kommunen, in den Rahmenbedingungen sie sich dann tatsächlich halt bewegen können. Und ich sage es mal so, die Landesregierung hat den kommunalen Spitzenverbänden in diesem Zusammenhang diese Rahmenbedingungen angedroht.
Also die Landesregierung hat gesagt, wenn ihr Kommune es nicht hinkriegt, euch da verträglich zu einigen, welche Ordnung welche Schule vorhält, für welche Schüler auch aus Nachbarorten, wenn ihr das nicht geregelt kriegt, dann werden wir das gesetzlich regeln. Aber es gibt doch Ausgleichszahlungen in Einzelfällen, wo das zugelassen wird. Das sind immer so Einzelfallentscheidungen. Es gibt doch dann Ausgleichszahlungen unter den Schulen. Im Prinzip musst du dir Folgendes vorstellen, die Kommunen könnten, zwei Kommunen könnten sich einigen. Wenn die das nicht tun, dann leidet unter Umständen der Schüler, weil Kommune A sagt, ich will das nicht mehr haben, ich mache die Schule dicht, dann können die Schüler aus Kommune B ja nicht mehr dahin, weil die Schule gibt es nicht mehr. Dann leiden die Schüler. Die Treiben ist geholfen. Bei uns findet und, das Frage, dann ist das eine freiwillige Zahlung. Es gibt keinen rechtlichen Anspruch auf Ausgleichszahlung. Also ich glaube, dass da unter den Städten untereinander Absprachen oder irgendwas ist, dass dann für den Schüler da eine Ausgleichszahlung stattfindet. Aber das sind Einzelfälle, also das ist nichts offiziell geregeltes oder sowas. Das sind halt sehr, sehr politische Entscheidungen, weil Schulen, gerade im Grundschulbereich, wo das zum Tragen kommt, ist das einfach eine Standortfrage auch für einen Ort, ob ich da junge Familien hinbekomme, die sich da niederlassen. Ja? Also das ist eine hochbrisante politische Entscheidung, wenn zum Beispiel ein Dorf sagt, wir halten keine Grundschule mehr vor oder wir sollen dann in den Nachbarort gehen. Das würde ich so an Resanz nicht unterschätzen. Manchmal ist es so, dass mir Leute sagen, ist doch egal, dann geht ja nicht anders hin. Nein, das ist für jeden Ort, auch für jeden Stadtteil. Also ich weiß, in Bochum hat es einen riesen Eklat gegeben, als in einem Stadtteil keine Grundschule mehr war, weil dann ziehen da neue Familien nicht hin. Ist so klar, ne? Wenn ich ein Kind habe, was in 2-3 Jahren in die Schule geht, werde ich natürlich gucken, wo ziehe ich hin, dass, damit mein Kind zum Beispiel zur Schule kommt. Ne? Das ist ja durchaus eine ganz, ganz wichtige Entscheidung auch, dass Stadtteile überaltern und da hängt unheimlich viel mit dran. Da hängt die Wirtschaft von so einem Stadtteil dran. Bei uns hat zum Beispiel eine Hauptschule geschlossen, mangels Anmeldung, weil ne, das waren ja nur auch politische Entscheidungen, ist quasi jetzt zusammengezogen worden mit einer Schule in der Nachbarstadt und das ist aber untereinander geklärt worden, wo auch im Moment für die Beförderung gesorgt wird in die Nachbarstadt, damit also die Eltern und die Schüler da wirklich keine Nachteile von haben, aber die Schule war einfach nicht mehr haltbar, mangels Anmeldung. Okay. Ja, aber so soll es sein. Also das ist dann abgesprochen worden und da zusammen gucken, wie kriegen wir das gemeinsam hin. Wichtige Verständnisfrage nochmal, ob ich das richtig verstanden habe. Wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, ist es so, die Städte werden sich ja jetzt im Moment teilweise nicht einig. Wir haben ja das Problem ja auch. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du gesagt, wenn die Städte sich nicht einigen werden im Land, gibt es also Bestrebungen, dass das dann von oben her geregelt wird. Zwangsweise. Ja, dass die Städte sich einigen, wie auch immer. Also nicht im Einzelfall, sondern dass nicht im Einzelfall, sondern es gibt eine Rahmenbedingung, die das dann regelt. Weil es zu viele Kommunen gibt, die sich nicht einigen. Genau. Ja, das wollte ich nur nochmal nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe. Ja. Das heißt aber, ich kann ja im Prinzip bei mir im Rat dann schon darauf einwirken und sagen, Leute, wenn ihr euch nicht einig werdet, dann müsst ihr euch, weil dann gibt es demnächst eh eine Regelung, die das regelt. Ich das richtig verstehe. Ja, das ist sicherlich, also das ist in der Diskussion. Das ist, ne? Aber ich war halt dabei bei der Veranstaltung, das war halt hier diese Bildungskonferenz, wo halt aus Seiten des Ministeriums gesagt worden ist, an Herrn Wagener von den kommunalen Spitzenverbänden, wenn die sich nicht einigen, dann sei man gezwungen, da Rahmenbedingungen zu setzen. Man wird das dann. Ja, wir haben das jetzt eigentlich durch Intervention und durch Aufbau von öffentlichem Druck erstmal abgewandt, weil bei uns sollte ein Beschluss gefasst werden. Und der ist eben halt nicht Langdreher sagt ja was, du kommst ja aus der Region, die nach zum Sonnenschein in Witten zur Schule gehen, Realschule. Die Ratssitzung war, ist erstmal geplatzt, in Anführungsstrichen, zumindest ist der Anfang, weil da ungefähr, weiß ich nicht, 150 Schüler und Lehrer und Eltern und so auftauchten und den Ratssaal erstmal gefüllt haben und Protest angemacht haben. Das okay. Bringe Orni Weiß, ist im Moment, wo gehört es hin? Kommune. Ne? Weil Ausstattung der Schulen ist Sache der Kommunen. Da wird was passieren, schätze ich. Ich schätze, dass es da in absehbarer Zeit, also absehbar heißt auf Landesebene 3-4 Jahre, ein Programm der Kommune und des Landes geben wird, ähnlich wie bei Inklusion, wo man einen Topf aufmachen wird, wo das Land die Kommunen unterstützen wird. Also ich glaube, dass es darauf
hinauslaufen wird. Ich hatte dazu aber noch die Anmerkung, dass es ja schon gut ist mit dem Premier Device, außer dass Lehrer ja vielleicht auch nicht mit jedem Gerät klarkommen. Also nicht unbedingt, es ist ja verschieden, die Marken. Aber ich finde es halt auch schwierig, weil was mit einkommensschwächeren Familien? Okay, wir wollten aber im Moment noch... Hey, okay. Na? Kann ich dir was zu sagen, gleich? Können wir gerne drüber reden. Nee, ich dachte, vielleicht gibt es Förderbeträge. Wir haben im Land Bring Your Own Device im Grunde auch nur als Gruppentechnologie eingestuft. Also wir finden es durchaus besser, weil die Schüler selber, wenn man gemeinsam Tablet, das gleiche Tablet für jeden Schüler hat. Ne? Und es gibt verschiedene... Oder PC, ja. Es gibt verschiedene Auslegungen von dem, was Bring Your Own Device eigentlich heißt. Das fast machen wir. Das ist deine Karte. Ja. Datenschutzdienstlicher E-Mail-Adresse. Da wolltest du eine kleine Anfrage zu stellen, ne? Ja. Ja. Wo gehört das hin? Kommune. Überall. Nee, es gehört Ernst. Aber wir haben eine Anfrage dazu jetzt in der Kommune. Ja, aber das ist nicht nur euer Problem, das ist grundsätzlich ein Problem aller Lehrer in NRW. Die Landesverbände haben ein Programm aufgesetzt, das heißt Lorineo. Das wird, schätze ich, oder jetzt schon dieses Jahr? Wahrscheinlich dieses Jahr, ja. Den Schulen zur Verfügung stellen und das hat halt ein Schulverwaltungsprogrammportal, wo Lehrer dann auch eine dienstliche E-Mail-Adresse bekommen können. Aber das ist wieder so eine Frage, weil wir haben ja dieses IT-Konzept, wo es dann heißt, extra Schulverwaltungsprogramme für Köln, die da gemacht werden. Also weiß ich nicht, die haben ja dann extra Moodle oder so. Moodle, die haben aber ganz viele auch in anderen Bundesländern. Okay, wusste ich. Wobei ich halt persönlich der Meinung bin, es wäre schlau, das landesweit einheitlich zu machen. Die Hauptfrage dabei ist, also es gibt zwei Fragen. Erstens, gibt es überhaupt eine Adresse, die dienstliche? Und die zweite ist, wofür wird die benutzt und wofür muss sie benutzt werden? Also wenn wir über Schülerdaten reden, was weiß ich, Zeugnisdaten oder sogar AOSF-Verfahren, wo es ja um Gesundheitsdaten der Schüler geht, ist es im Moment noch so, dass das unter privaten E-Mail-Adressen der Lehrer hin und her geschickt wird. Heißt, wir werden diese Fragen in Köln nicht beantwortet bekommen? Es könnte sein, dass es in Köln einen Sonderweg gibt, aber im Land, also vom Land her gibt es halt noch keine Regelung, soweit wir das wissen. Ich glaube, wir machen mal flott. Ne? Wir haben jetzt schon 12:45, nur noch die Karten einmal durch, dass wir eine Pause machen. Ja? Angebot, Modellschule vom Land, steht schon drauf, wo es hingehört. Zum Land, ne? Der macht schon nur für Essen, die digitale Ausstattung. Digitale Ausstattung an Schulen kommt zu. Wo gehört es hin? Kommune. Das weiß ich mal nicht. Ist von mir. Ist nicht von mir. Ja, und du musst das ist so eine Kommune, also in der Stadt. Das Problem. Das ist ja vielschichtig. Ich sag mal, wir haben jetzt, glaube ich, raus, dass für alles, was die Lehrer und den Unterricht betrifft, ist das Land zuständig. Für die Ausstattung ist die Kommune zuständig. Also für die Gebäude der Schule, für die Hausmeister, für die Sekretärin, für Sachmittel, das macht die Kommune. Da dieses Flüchtlingskinder beides betrifft, würde ich es in die Mitte nehmen. Das heißt, die Stadt muss dafür sorgen, dass Klassenräume da sind, dass Unterrichtsmaterial da ist, aber das Land muss dafür sorgen, dass ausreichend Lehrer da sind. Und auch bezahlen, oder? Ja. Also die Auffangklassen, oder nicht? Ja. Die Lehrer müssen es. Ja, aber was ist mit den Die Räume muss eigentlich das Die Land. Räume muss die Kommune. Die Infrastruktur ist die Kommune. Richtig. Nee, aber wenn es eine Schulpflicht gibt, dann das ist Kann man das zurückstellen? Ja, ne? Das ist so, weil das ist Bund, Länder und Kommunen. Das ist Bund, genau. Bund, Länder und Kommunen, weil es einen Unterschied gibt zwischen Schulsozialarbeit und Sozialarbeit an Schulen. Schulsozialarbeiter werden von der Bezirksregierung gestellt. Es gibt auch einen Pool bei der Landesregierung. Die sind dafür da, tatsächlich schulisch unterrichtliche Sachen zu begleiten. Sozialarbeit auf Schulen kommt aus dem BOT, das ist ein Bundesgesetz und war damals nur dafür vorgesehen, den Eltern dafür zu helfen, diese Anträge zur, sag mal, zum BOT, Bundes- und Teilhabegesetz, Bildung zu Teilhabegesetz. Da konnte man beantragen, dass das Kind in Fußballverein kommt, weil man kein Geld hatte. Man konnte beantragen, dass es Nachhilfeunterricht bekommt, dass es ein Musikinstrument lernt. Und das war so kompliziert, die Schulen mussten diese Anträge für die Eltern stellen. Ja, mussten also, das sollte über die Schulen laufen.
Und keiner wusste, mit diesem Wust von Anträgen zurechtzukommen. Und daraufhin hat man in diesem Wutsch, hat man gesagt, okay, dann könnt ihr das Geld auch für Sozialarbeiter nehmen, die den Eltern helfen, da ihre Rechte zu bekommen und Nachhilfe zu organisieren. Dann haben die schon gesagt, prima, haben die genommen, die Sozialarbeiter, haben, wir sind ja nicht doof, sondern haben gesagt, wir nehmen die natürlich als ganz normale Sozialarbeiter und lassen die diese Sachen tun. Dadurch ist in NRW so ein System entstanden, wo wir ganz gut ausgestattet waren mit Sozialarbeitern, bis dieses BOT ausgelaufen ist. Schade, schade. Und das war ja diese Diskussion, wo jetzt das Land Geld gegeben hat. Die haben ja Zuschuss gegeben an die einzelnen Kommunen. Die Frage ist, wie geht es weiter? Es liegt der Druck, auch beim Bund da Geld zu geben. Aber ne, ihr müsst so ein bisschen vorsichtig sein in der Diskussion, weil das zwei Sorten von Sozialarbeitern sind. Einmal die Schulsozialarbeiter und Sozialarbeiter an Schulen. Das hier aus dem Bundes- und Bildungs- und Teilhabegesetz, das sind Sozialarbeiter an Schulen. Aber die keine Schulsozialarbeiter. Die gibt es weiterhin, aber deren Finanzierung wird halt momentan gestückelt. Genau. Ja. Diese Trennung unternimmt aber. Also ihr fallt damit nicht auf, wenn ihr was falsch macht. Ich tue das mal eben so rein, weil im Moment halt ganz viele Kommunen das Geld auch zur Verfügung stellen. Ne? Ja. Zumindest ein Teil. Ja. Handyverbot. Schule. Schulkonferenz. Ne? Aber mit Bring Your Own Device zusammen ist ein bisschen schwierig. Ein bisschen doof, ja. Dann mag nicht, die Grünen regeln das. Okay. Lobbyismus an Schulen. Auch Schulen, also Kommune. Ja. Weil die kann ja entscheiden, zu sagen, keine. Das ist ein bisschen schwierig. Reden wir von Bundesland Schule? Nee. Nein, weil es ist auch Schulkonferenz. Das ist ja nicht die Schulkonferenz. Und wer soll man die persönliche Schule? Ich lasse das mal so mitreden. Ja, also ich sag mal, die Trennung ist halt schwierig, weil die wir kennen ja unsere Pappenheimer. Also Bertelsmann geht nicht an die Schule, sondern Bertelsmann geht an die Ministerien, die dann. Aber es gibt anderen Lobbyismus ja durchaus von den Kommunen auch. Ja, wir haben da, wie gesagt, Zeitungsverlag Aachen, Net Aachen und irgendeine Marketingagentur. Ich hänge es mal hier in die Mitte. Genau. Und viel kommt aber auch durch die Schulkonferenz selber. Die entscheiden, was weiß ich, das Bäcker, so hast du nicht gesehen. Medienkompetenz. Wozu gehört Medienkompetenz? Lehrplan, ne? Also? Ja. Anmeldezahlen, Zügigkeit. Das ist nämlich eindeutig, wo das hinkommt, ne? Anmeldezahlen was? Zügigkeit von Schulen. Ob eine Schulschule 3 oder 4 zügig ist. Die Kommune, ne? Zügigkeit ist gut. So? Was haben wir noch? Verminderung von Schülerzahlen wegen Inklusion. Da ging es, glaube ich, um Gesamtschule und das dann erneut. 44 weniger, also es ist eine Kommune-Sache. Kommune, ne? Das wird jetzt hier so ein bisschen unübersichtlich. Eng und unübersichtlich. Mach doch nach links zu 0 Euro einfach da weiter. Wenn das Handy wohl noch weiter nach links ist. Was haben wir hier? UMF? Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. An Schulen. An Schulen. An weiterführenden Schulen. An weiterführenden. Ja gut, in dem Fall, unser Problem ist halt, die jungen Flüchtlinge an weiterführenden Schulen, weil die eben nicht geschult werden. Wer ist da im Moment für zuständig? Aktuell ist das die Kommune. Ja. Ich verstehe es nicht, wenn es eine Schulpflicht gibt, wieso ist die Kommune? Also ist ja, es Schulpflicht? Aber Schulpflicht ist doch Land. Nicht? Schulkind werden transparent machen, wer kann das nur? Kann auch die Kommune. Bestimmte Zahlen hat die Kommune halt auch über einzelne Schüler. Ich glaube, du hattest den Punkt. Ja.
Es gibt ja die Kosten aus der Kommune und aus dem Land. Das muss ja dazwischen. Also die Lehrer werden aus dem Land bezahlt. Ja, ich weiß nicht, ob das dann reinzählt, aber wenn man wissen will, was kostet. Ja, das ist ja mit einer Ansage. Die Lehrer auch. So viel Geld, ich teile das durch die Schule, das kostet wieder Schüler. Moni, dazu vielleicht noch eine Sache. Diese Schulkreditansätze, so viel ich weiß, gibt es die auf verschiedenen Ebenen. Ja, das war ein bisschen mit kommunale Ebene, ja, nur zu erklären, kommunale Ebene im Rahmen der freiwilligen Beträge, die Kommune auffällt, Schulkreditansätze. Und dann gibt es nochmal Schulkindansätze von Seiten des Landes, wo es nochmal speziell um die Gehälter der Lehrer geht und dadurch halt versucht wird, einen Annäherungswert zu finden, was welche Schule an Geld bekommt. Aber wo genau und wie die berechnet werden, das weiß keiner so wirklich. Dann haben wir noch Bürgerarbeit in Schulen, da hast du die 1-Euro-Kräfte in der offenen Ganztagsschule genannt. Wo würdet ihr das ansiedeln? Bei Kommune oder bei Land? Bei Kommune, ne? Ich würde auch sagen, klar. Ja. So, dann sind wir hiermit durch. Ich schlage vor, wir machen jetzt Mittagspause. Wie lange möchtet ihr jetzt Pause machen? Kann man die Sachen hier lassen? Ich weiß nicht, ob ihr abgeschlossen werdet, Marie. Wie lange möchtet ihr Pause machen? Ich bleib hier sitzen. Dann nehme ich es mir jetzt heute. Wir haben jetzt 5:05. Sollen wir sagen, um 2 oder kurz nach 2 wieder hier? Dann können wir jetzt mal was suchen, von dem wir glauben, dass wir da vielleicht in den Schulausschüssen mal einen Antrag oder eine Anfrage oder was für stellen können. Und mal eben gucken, ob wir so ein paar Punkte aufgezeigt bekommen, was dann da in so einem Antrag vielleicht drinstehen könnte. Also das könnte ja vielleicht hilfreich sein, wenn wir uns eine Sache nehmen, wo wir sagen, okay, das kann ich mir vorstellen, kann ich zumindest eine Anfrage mal zu stellen. Anträge zum Beispiel darf ich gar nicht stellen. Ich bin ja nur sachkundige Bürgerin in Bochum im Schulausschuss und ich bin nicht antragsberechtigt, aber ich darf halt Anfragen stellen. Ja? Was wir davon nehmen, ist mir egal. Müsste dann ja halt letztendlich was hier aus diesem Bereich sein, hier nicht raus. Was euch so auf den Nägeln brennt, Marie, wir wollen mal gucken, ob wir irgendwas dazu vielleicht mal eine Anfrage stellen können in allen Kommunen, was so für alle vielleicht gilt und welche Fragen wir da stellen können. Also ich kann halt von unserem, kurz erzählen, ihr habt ja auch eine Aachen-Bestie gemacht. Ja, was? Ihr habt doch auch Anfragen schon in Aachen gemacht. Ja, ja, klar. Logisch, eine Menge. Dann erzähl. Eine Menge. Also ja, was Schule angeht, habe ich 3 Anträge eingebracht. Der eine war ein Antrag zur Tagesordnung. Muss man ja unterscheiden. Und zwar die FH Aachen hat ein 3D-Drucklabor eingerichtet und zusätzlich ein Doppeldeckerbus mit 2 3D-Druckern und mit dem wird die Aachen dann im Prinzip durch die Gegend touren und den an den Schulen, an den Berufskollegs vorstellen. So, der Antrag zur Tagesordnung war, dass die sich im Prinzip vor dem Schulausschuss mal präsentieren, als, sagen wir mal, externer Lernort in der Richtung. Kam im letzten Schulausschuss bereits zur Sprache. Schulausschuss fühlte sich nicht zuständig, weil das sei Sache der Schulen. War eigentlich auch nicht so meine Intention, das jetzt das tatsächlich durchzukommen, sondern dass die überhaupt mal kennenlernen, da gibt es sowas, ja, als außerschulischen Lernort. War im Prinzip, so, sagen wir mal, so ein Trollantrag, dass man, sie können es halt nicht rückgängig machen, sie wissen jetzt, dass es das gibt und gut ist. Wobei, der Schulausschuss hat gesagt, sind wir nicht zuständig. Die Dezernentin, also Oberstes, sagte, ja gut, aber einladen können wir sie trotzdem. Ja. Alles klar, läuft also. Aber vielleicht ist das, sage ich mal, eine Sache, die man verallgemeinern kann, wo man sagt, man kann den Schulausschuss zum Beispiel ja auch mal beantragen, dass bestimmte Leute in den Schulausschuss kommen, um sich zu bestimmten Themen zu äußern. Generell. Das ist generell kein Fehler. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, bei uns im Schulausschuss, außer mir, ist da nur noch einer drin, der überhaupt in Schule arbeitet. Also der Lehrer ist an der Realschule, alle anderen haben überhaupt keine Berührungspunkte zum Thema Schule. Insofern finde ich das gar nicht verkehrt, einfach mal zu sagen, bei bestimmten Themen, sei es mir die Verbraucherberatung, die viel in Schulen unterwegs ist. Ne? Es gibt ja auch so Institutionen, die regelmäßig in Schule auftauchen, wo man mal einfach sagt, dass die doch mal erzählen, was die da eigentlich... Also das nutze ich eigentlich generell, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ob das jetzt kulturell ist oder technisch oder sonst irgendwie und da präsentiert sich jetzt jemand, wo ich dann einfach mal hingehe und als Eisbrecher so frage, sag mal, tolle Sache, was ihr hier macht, habt ihr euch schon mal im Schulausschuss
präsentiert. So, und meistens sind die sehr, sehr offen. Also jeder, der mit Herzblut bei einer Sache ist, natürlich möchte der gerne politische Rückendeckung haben. Kannst du stichpunktartig nochmal sagen, was ihr sonst für Anträge, Anfragen ja, habt? Nur mal eben so vom genau. Stichpunkt, ob das für andere interessant ist. Das zweite kann für euch interessant sein, JEKIDS. Ja. Ja, und zwar hat das Land jetzt sein Programm JEKIS, jedem Kind ein Instrument, erweitert auf jedem Kind Instrument singen, tanzen oder tanzen, singen. Und auch nicht nur Bochum-spezifisch, sondern, oder ich glaube, es Bochum war das, ne? Sondern jetzt landesweit. So, das heißt, meine Anfrage war, mein Antrag war, dass die Verwaltung bitte prüfen möge, inwiefern sie Fördergelder dieses JEKIDS-Programmes für sich in Anspruch nehmen kann. Also gar nicht in die Richtung, macht das, nehmt Fördergelder, sondern vorsichtig prüfen, ob sie es überhaupt können. Weil das Problem bei diesen Förderanträgen ist halt, du musst immer selber eine Eigenleistung beibringen. Und das ist bei, sagen wir mal, angespannten Haushalten immer nicht so ganz einfach. Ja? Und der dritte, das ist eben der besagte IT-Kataster-Antrag, wo ich darum gebeten habe, dass ähnlich wie beim Solarkataster oder beim Baumkataster oder Baugrundkataster die Verwaltung im Prinzip ein System aufsetzt, um zu erfassen, was haben wir an den Schulen. Hardware, Software, Internetanbindung, Datenschutzbeauftragte oder IT-Beauftragte, Internet-AGs, PC-AGs, schulische Angebote rauf und runter, dass wir einfach mal eine Übersicht haben und anhand dieser Übersicht ein Konzept entwickeln, wie wir in den folgenden 10 Jahren unsere Schüler und Schülerinnen im Prinzip in der Schule medientechnisch voranbringen. So, und das Ding haben sich die Grünen in Ulm schon geschnappt. Die haben das im Prinzip auch eingeführt bei sich, vorgebracht. Und jetzt müssen wir mal gucken, was daraus wird. Also das sind so die drei aus meinem Bereich, aus dem schulischen Bereich. Wir haben noch jede Menge anderen, aber da bin ich nicht im Thema drin. Ja. Also wir haben halt nicht das mit dem Kataster gemacht, wir haben halt keinen Antrag gemacht, wir haben erstmal nur angefragt, wie ist die Ausstattung. Da haben wir halt die Antwort bekommen, dass die jetzt gerade inventarisieren, was du gesagt hast, machen sie schon einmal mehr. Ich weiß nicht, wie oft. Deshalb haben wir jetzt da keine Antwort sozusagen bekommen, dann wurde auf Medienscouts hingewiesen, das vom Land irgendwie findet. Ja. Oder das ist ein Programm vom Land. Genau, sowas fände ich halt interessant, ob ihr noch mehr, weil sowas sind Infos, die wichtig sind für uns, weil wir würden dann gerne sagen, hier Stadtverwaltung, bewirbt sich dafür für Modellkommunen in die Richtung, ne? Also egal was, Inklusion, wenn das über diese Liste gehen würde, wenn ihr das mitbekommt im Land, wäre das geil, finde ich jetzt. Weil das kann man ja immer machen, hier bewirbt dich Köln. Dann haben wir gemacht, Handyverbot halt, haben wir jetzt angefragt, wie das mit Void zusammenpassen soll. Dann die dienstlichen E-Mails, die ist noch nicht beantwortet, beide, kann man mal schicken. Und dann haben wir dieses IT-Konzept für Kölner Schulen, wo halt, du meinst ja auch, dass Köln da schon recht weit ist. Das heißt aber im Prinzip haben wir jetzt auch nur 10 Schüler auf einen PC. Das ist jetzt so die Marge. Und wollen halt mehrere U-Cloud und das kennst du alles, Schild, ich weiß es nicht. Also Schild ist das Schulverwaltungsprogramm, was in den Schulen benutzt wird. Ja, also keiner, die wollen da irgendwie voll ausbauen und auch, Also was ich halt nochmal sagen kann, ist dieses Logineo, was da jetzt irgendwann an die Schulen kommt. Genau, das hatte ich auch. Ja, und weiß ich auch nicht, also wir haben jetzt nicht zu OGS leider, also da bin ich ja komplett, ne, also bei dem digitalen Ding kann ich ja von Frank noch und den Markus fragen, aber OGS, ehrlich, ich sag mal, OGS ist halt im Grunde mein großes Thema im Moment. Wir haben einen Antrag dazu laufen, zur Verbesserung der Qualität im offenen Ganztag. Dazu wird es am 22. April die Anhörung geben und am 17. April wird es eine große Veranstaltung, Podiumsdiskussion geben mit Vertretern aus dem Ministerium, von Elterninitiativen, von den Wohlfahrtsverbänden, Landesverband der Grundschuleltern wird kommen und es werden, also eingeladen sind Eltern aus der OGS und Beschäftigte in der OGS. Das wird in der Villa Horion stattfinden. Ich sage das mal hier im kleinen Kreis, es ist eine Veranstaltung geplant mit 100 Leuten. Ich denke, wir kriegen die zusammen. Ich werde da in der Partei keine Werbung für machen, weil es ist nicht für die Leute in der Partei.
Aber wenn ich hier zwei, drei Leute habe, die sagen, sie würden da gerne hinkommen, dann ist das in Ordnung. Aber ich kann nicht da 50 Leute von der Partei. Es ist keine Parteidiskussion. Ja. Also es ist im Moment total toll, weil ich halt von einzelnen OGS-Einrichtungen Mails bekomme, die halt auch ihre Not schildern und um Hilfe bitten. Verdi ist da im Moment ganz groß unterwegs. Und damit haben wir im Grunde genau zur richtigen Zeit das richtige Thema erwischt, haben unheimlich viel positive Resonanz von den einzelnen Verbänden, die das ganz toll finden, was wir da im Moment machen. Also das läuft ja, also im Moment ganz gut. Ich bin im Moment ganz viel unterwegs, halt auch gestern da in Köln-Widdersdorf. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie es in Köln ist, ne? Weil ich bin am Montag bin ich in Bonn zu einer Podiumsdiskussion. Ich war ja auch im Herzogenrath da zu dem Thema. Ja. Also das ist ein Thema, das geht durchs Land, das solltet ihr in den Schulausschüssen auf jeden Fall im Auge haben. Da geht es tatsächlich darum, dass sie keine Erzieherinnen mehr finden, weil die Erzieherinnen im Kindergarten sehr viel mehr verdienen, als sie das in der OGS tun. Da hängt ganz, ganz viel dran und das ist sicherlich ein Thema, was in allen Kommunen auch noch derbe aufschlagen wird, weil das Geld nicht ausreicht. Ne? Das knubbelt sich auch ein bisschen, also in Aachen zumindest knubbelt es sich mit der Inklusion. Weil nämlich die OBS zum Beispiel auch Raumbedarf hat und der geht dann zum Beispiel den Schwerpunkt Schulen für Inklusion ab. Also da. Ja, aber es geht ja um andere Fragen. Es geht ja auch um die Finanzierung von Inklusionskindern. Ne? Also es geht ja auch darum, dass der OBS-Platz pro Kind subventioniert wird, aber du müsstest eigentlich für die Inklusionskinder, die kriegen einen höheren Betrag. Wenn ich aber nicht mehr teste, dann stelle ich die Inklusionskinder gar nicht mehr fest. Also kommt der Betrag auch nicht und der offene Ganztag ist im Moment komplett damit überfordert, sage ich mal, Kinder aus dem emotionalen, sozialen Entwicklung zum Beispiel damit aufzunehmen, also Inklusionsassistenten zum Beispiel dürfen nicht mehr den offenen Ganztag. Aber da können wir jetzt drei Stunden drüber reden. Will nur sagen, das ist ein Thema, das sollte so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ich glaube, das ist so komplex auch irgendwie, weißt du, das ist halt so mein Problem, dass halt auch viel läuft, viele Anfragen der anderen Fraktionen. Und du weißt gar nicht so, wo dir der Kopf da steht, weil einfach sehr viel da auch schon passiert ist, ne? Bevor wir jetzt als Ratsgruppe da im Rat waren. Zum Thema OGS habe ich eine Frage. Und zwar, ich bin der Meinung, dass OGS auch nichts kosten sollte. Der Meinung sind wir auch, das steht sogar bei uns im Wahlprogramm, weil bei uns steht, du kannst die OGS als Betreuungsangebot sehen, das tun wir nicht. Wir sehen die OGS als Bildungsangebot und bei uns steht eindeutig drin, Bildung ist kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dahinter verbirgt sich, aber wie gesagt, können wir drei Stunden machen, die Bildungskonferenz, wo halt auch diese ganzen Verbände drin sitzen, haben im Grunde postuliert, dass sie lieber einen gebundenen Ganztag hätten. Ja? Gebundener Ganztag heißt, der Ganztag gehört zur Schule, das Land muss das finanzieren. Der offene Ganztag ist nur gekommen, der einzige Grund des offenen Ganztags ist, dass das Land das nicht bezahlen wollte. Dann hat man diesen offenen Ganztag eingeführt und die Kommunen mussten zahlen. Da muss man immer im Hinterkopf haben, der gebundene Ganztag, also eine Ganztagsschule, ist sicherlich das qualitativ höhere Angebot, wo Lehrer vertreten sind, aber das ist einfach eine Sache, wo das Land sich einfach da auch aus der Verantwortung rausgezogen hat und es den Kommunen überlässt. Also ich frage deswegen, weil die Erhöhung der Beiträge auf 170 Euro jetzt die Deckelung, das wird kurz oder lang auch in den Kommunen aufschlagen. Die werden ganz sicherlich sagen, so bisher 150 Euro, jetzt 170, die wollen wir natürlich haben. Also ich werde auch nach wie vor dafür stimmen, eigentlich nichts, ja, egal wie das Einkommensverhältnis der Eltern aussieht. Das ist einfach Bildung, wie du sagst, und deshalb hatte ich gefragt. Ja, also von daher, dass man das jetzt als grob anhalt, wenn bei euch in den Schulausschüssen sowas mal aufschlägt, das dann heißt, ja, sorry, aber eigentlich weder 150 noch 170, sondern das läuft so mit, wie auch immer sich das dann quersubventioniert. Wobei natürlich gebundener Ganztag, wenn das Ziel ist, darauf hinauslaufen würde, dass dass es eben nicht mehr freiwillig wäre. Dass halt Unterricht in den Nachmittag laufen würde, dass wir sozusagen Ganztagsschulen hätten. Aber ist das nicht schon so? Nein. Okay. Der Ganztag ist freiwillig. Ja, offene Ganztag ist ja das ist klar, das heißt doch offen. Aber ich dachte, in Rheinland-Pfalz gehen die Leute, also meine Nichte geht zumindest immer bis 16 Uhr in die Schule. Ja, das ist dann ja ein ohne Ganztag. Das ist dann ja, aber komm, es gibt ja auch hier Ganztagsschulen, ne? Also, ja, aber eben nicht flächendeckend. Nicht flächendeckend und nicht in der Primarstufe. Die meisten Ganztagsschulen befinden sich halt im Bereich der Sekundarstufe 1, sprich Gesamtschulen. Die
Ne? Alle Sekundarschulen sind automatisch Ganztagsschulen, das ist so festgelegt. Also der Ausbau auch da des Ganztags, der schreitet voran. Ne? Okay. Ja, wollen wir noch eins nehmen? Was war, guck mal gerade, was ich anbieten täte? Das haben wir ja gesagt, Anträge stellen, erstmal gucken, was ist in den einzelnen Kommunen vorhanden, damit man eine Ausgangsbasis hat und weiß, womit man arbeitet. Dann werdet ihr wahrscheinlich auch feststellen, dass das sehr unterschiedlich von der Verteilung ist. Auch da geht es immer ein bisschen um Vitamin B. Ne? Wer hat einen guten Draht zum Schulverwaltungsamt? Ne? Also ich habe das ja schon mal gesagt, bei uns war es mal so, dass ein LKW mit Computern zu einem Gymnasium sollte. Der hat sich dann im Verfahren und ist bei uns an der Förderschule gelandet. Dann haben wir das einfach abgeladen. Keiner wusste, wo die Rechner geblieben waren, weil ne? Sie waren halt weg, sie waren bei uns. Das war alles dann so. Also das ist, ich will nur sagen, es ist auch ein Kampf, ne? Um der Schulen, um die Ressourcen, ne? Weil die so knapp sind, natürlich ne, versuchen die untereinander, aber sind die natürlich auch in Konkurrenz, wer da jetzt mal dran ist, was zu... Also, soweit ich weiß, sind bei uns ja die Berufskollegs super ausgestattet, ne? Und Gymnasien, aber Grundschulen katastrophal und vor allem auch, was ich auch gut hatte, die Gesamtschulen schlecht. Fand ich komisch. Also bei diesem IT-Konzept steht das irgendwie drin. Keine Ahnung. Ich bin nicht sicher, ob die Berufsschulen nicht, weil die häufig ja überregional sind, ob die vielleicht andere Zuschüsse kriegen. Das kann ich dir nicht sagen. Ob da das Land mehr Geld reingeht, das weiß ich nicht. Also wichtig ist ja auch, dass die Frage nach dem, was heißt eigentlich gut ausgestattet? Heißt gut ausgestattet, die haben einen Computerraum, die haben schnelles Internet, die haben genau elektronische Whiteboards und so weiter. Oder läuft es darauf hinaus, wo wir ja eigentlich hinwollen, dass es darum geht, dass jedes Kind ein Tablet hat, wie man so schön sagt, iPad-Klassen eingeführt werden, also Pad-Klassen eingeführt werden, dass es ein Konzept dazu gibt, dass es die entsprechende WLAN-Ausstattung gibt und zwar nicht nur in zwei Klassenräumen, sondern wirklich an der ganzen Schule, da sind wir dann auch bei Unterricht im Freien, dass man dann Unterricht machen kann, wo nur eingeführt wird ins Thema und dann kann eigentlich der Schüler, was weiß ich, in die Cafeteria gehen und kann da irgendwas machen und so weiter und so weiter. Also die Frage ist, was ist eigentlich gute Ausstattung? Ne? Zwei Computerräume in der Schule zu haben, im Gegensatz zu, was weiß ich, die Berufskollegs haben gar keinen Computerraum oder eben tatsächlich flächendeckende WLAN-Versorgung und wir haben drei iPad-Klassen und wachsen ab der 5 nach oder was auch immer. Vor allem, was ich auch noch mal kurz zur Ausstattung sage, da geht es ja auch zum Beispiel, das fand ich interessant, ob du Glasfaser oder Kupfer hast. Das ist ja auch noch mal Glasfaser schneller, wenn du halt zukünftig... dass man auf sowas auch achten sollte, dass es halt Glasfaser und nicht Kupfer ist in der Schule. Ich weiß es nicht, also... Eine Schwierigkeit halt ist, dass, sehr verallgemeinert die Aussage. Dass man das auch als Paket sehen muss. Es reicht nicht, eine Forderung zu stellen, jetzt kriegt jeder Schüler bekommt jetzt ein Pad. Ja, weil, sag ich mal, die Versorgung ist gar nicht da. Ne? Wenn die alle einmal mit dem Ding ins Netz gehen würde, dann bricht... da hängt sehr viel mit also dran. 6000er Leitungen... Ne? Eine 6000er Leitung in der Schule, wo alle Schüler ins Internet sollen, ist halt einfach, da hapert es dann. Also es gibt ganz viele Flaschenhälse, wie gesagt, WLAN-Versorgung. Da müssen wir über Lehrer reden übrigens, das ist uns auch wichtig, das solltet ihr auch nicht vergessen, nicht immer nur über Schüler, also die Ausstattung für Schüler zu reden, sondern auch über die Ausstattung für Lehrer. Wie sieht es zum Beispiel aus mit Rechnern an der Schule, die Lehrer benutzen können für ihre, genau, für ihre täglichen Sachen? Ja. Gibt es die denn überhaupt oder gibt es eben nur Schülergeräte? Und ob sie die benutzen können? Ja, das kommt auch noch dazu. Aber wie gesagt, erstmal diese Flaschenhälse wegzukriegen, überhaupt bei der technischen Ausstattung. Ja, und das kann sein das Internet, das kann sein fehlendes WLAN, das kann sein, du hast zwar Whiteboards, aber hast keine Geräte, die man die Whiteboards anschließt. Es gab ja auch Initiativen, da wurden dann wie wild Whiteboards gekauft für die Schulen, aber es gibt gar keine Geräte, die überhaupt benutzen können. Bis hin dann am Ende tatsächlich zu Konzepten, wofür wird das überhaupt benutzt? Einfach nur ein Whiteboard zu haben und es wird benutzt, wie man früher eine Tafel benutzt hat, bringt halt überhaupt nichts. Ja. Ne? Also da gilt es wirklich sehr genau hinzugucken und nicht einfach nur den technischen Stand abzufragen, was Geräte angeht, sondern auch was das Ganze drumherum angeht. Und unser Job ist in dem Zusammenhang halt wieder dafür zu sorgen, dass wir an der Gesamtschule in Bochum, dass die Leute, die das pflegen, das sind ja meistens, sage ich mal, so technikaffine Lehrer, dass sie das alles am Wochenende abends in ihrer Freizeit machen, dass niemand dafür irgendeinen Ersatz bekommt. Ich habe jetzt noch einen Anruf wieder bekommen von dem Typ. Ja, die machen das einfach nicht mehr, weil sie es nicht mehr einsehen. Ne? Also da ging es jetzt darum, dass halt sie müssen jetzt alle dieses Windows 7 nehmen. Ja. Ja,
Und er sagt, das kann, ich kann das nicht steuern. Also wenn ich da was Neues aufspielen will, dann kann ich das nicht zentral für alle unsere, sage ich mal, 40 Rechner. Ich muss an jeden Rechner gehen, ich muss an jedem Rechner mein Kennwort eingeben, ich muss an jedem Rechner. Ja, jetzt machst du das mal 40 in deiner Freizeit und dann sagst du als Kollegin, von dir könnt mich mal im Arsch lecken. Und das auch zu Recht. Ja? Auch da liegen, so, liegen ganz viele Schwierigkeiten, wo halt Kollegen einfach sagen, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter, weil man ihnen die Dinge unnötig erschwert. Und es gäbe natürlich Konzepte und natürlich gibt es Software, wo ich das einmal mache und dann auf alle anderen Rechner spiele. Aber die werden entweder nicht bezahlt oder es wird nicht geschult oder es wird einfach überhaupt nicht angeboten. Das heißt, die Lehrer machen das alles händisch, weil sie gerade... Aber wer ist denn verantwortlich für die Schul-IT in der Schule? In den allermeisten Fällen sondern wer wartet das? Wer? In den allermeisten Fällen IT-affine Lehrer. Oder auf freiwilliger Basis. Auf freiwilliger Basis mit... Moment. Die Kommunen haben jemanden. Ja. Die haben jemanden. Mit Hilfe von jemandem. Mit Hilfe von jemandem von der Stadtverwaltung. Aber das sind viel zu wenige. Das sind A, viel zu wenige. B, ist das jemand, der zwar sich mit IT auskennt, aber nicht weiß, wie Schule funktioniert. Im Grunde kennt er auch die Anforderung, die Schule hat. Und häufig sind das externe Firmen, die wirklich nur die Technik. Der Paki und der hier. Ja, du sagst Stadtverwaltung, ist das immer gleich? Also fragt man dann wirklich bei der Stadtverwaltung, wer ist der Ansprechpartner für die Rechner in den Schulen? Oder gehe ich zum Schulverwaltungsamt und muss mich da erst rum? Sie müssen mir das sagen können, weil ich glaube nicht, dass es eine Kommune gibt, die ja keinen Ansprechpartner hat. Ja. Also trotzdem in Bochum nennt sich das zentrale Dienste. Und, ja, aber Folgefrage, die sich dann auch unmittelbar daraus ergibt, wenn der mir jetzt sagt, ja, es gibt halt Schulen, da sind Lehrer, die machen das, es gibt Schulen, die machen das nicht, wie erreiche ich, dass der Rat oder der Schulausschuss... Das sagen sie nicht. Das sagen die mir. Was denn? Nein, die sagen, das gibt... Lass ihn nochmal erst rein. Wenn ich danach warte, wenn ich immer wieder frage, so, wie sieht das in der Schule aus, wie sieht das in der Schule aus, ich möchte, weiß ich nicht, 5 oder 10 Schulen als Fallbeispiele, um den Schulausschuss nachher als Begründung für meinen Antrag zu erklären, hier sind Beispiele von Schulen, in denen das einfach nicht funktioniert. Wo ist der Hebel, dass ich dafür sorge, dass ein Antrag zumindest Beachtung findet, dass dem Abhilfe geleistet wird, dass da was passiert? Weil ich glaube nämlich, dass das ein Riesenproblem ist in den Schulen. Ich glaube, dass sie dir das nicht zentral sagen werden. Die werden dir sagen, wir haben die Firma XY oder den Menschen XY, der kümmert sich darum. Punkt. Wenn du jetzt wirklich wissen willst, wie in der einzelnen Schule tatsächlich diese Situation ist, musst du die Schule fragen. Ja. Jetzt noch Björn und Alexandra und dann ist schon die Vorderei. Ein kurzer Hinweis, wenn ihr wissen wollt, wie die Lehrer an den Schulen das sehen, es gibt ein Projekt von einem Lehrer aus Köln, der bei uns in der Anhörung war. @chat.de ist jeden Dienstag um 20 Uhr. Da chatten Lehrer über neue Medien, über Medienfragen. Jetzt kommenden Dienstag ist Rückschau auf die Didakta. Mit ganz interessanten Fragen auf Twitter, eine Stunde lang. Das ist der Hashtag. Die Fragen kann man sich vorher angucken, die werden gepostet. Und dann diskutieren die 8 Fragen eine Stunde lang auf Twitter. Wann? Immer Dienstags um 20 Uhr. Scheiße. Für dich voll erschreckt. Ja, aber ich habe am Dienstag Mittag... Die sind schlau, die zeichnen das mit auf, die schneiden den Hashtag mit und man kann den nachlesen. Wenn man dazu teilnimmt, ist es das ganz interessant, welche Sorgen und Probleme die Lehrer haben. Was die kümmert und was die bewegt. Und wenn er da jemanden erwischt, der an der Spange ist, selber aus Köln, das weiß ich, wenn er da jemanden erwischt, den er dann fragen könnte, die sind meistens sehr aufgeschlossen. Ich habe die Hälfte von denen inzwischen in meiner Timeline, weil die ganz tolle Ideen haben, aber auch genau wissen, wo die Probleme liegen. Und wenn ihr die fragt, kriegt ihr meistens auch eine Antwort. Für die Düsseldorfer Max-Planck-Gymnasium, ne? Die sind da, mit denen haben wir ja auch bei dieser Taschenrechner-Klamotte zusammengearbeitet, alles um diese grafikfähigen Taschenrechner ging. Mhm. Die machen sehr viel selber und sind da sicherlich ziemlich fit. Da ja, ich werde eben genau die Problemstelle rausfinden. Kontakt aufnehmen. Alexandra wollte mal. Ja, unsere Schule wollte mal gerne als Beispiel nehmen. Also wir haben bestimmt mittlerweile 80 iPads, wir haben auch iPad-Klassen. Viel davon läuft aber auf die Initiative einiger weniger Lehrer und es gibt halt auch eine unglaubliche Masse an Lehrern, die sich gar nicht diesem Ganzen öffnen, ne? Und die kannst du halt auch nicht zwingen. Du kannst schlecht sagen, wir machen jetzt nur noch iPad-Klassen, aber die Lehrer wollen es nicht und können es nicht und sehen es auch nicht ein. Das ist immer so ein Problem und dann im Rahmen der selbstständigen Schule, das ist ganz spannend, wobei das halt auch alles wirklich
auf den Schultern der Lehrer und Lehrerinnen läuft, meistens ohne großartigen Ausgleich, dass wir halt in EU-Programmen sind, wo wir EU-Praktika anbieten, das wird über die EU finanziert und dann kriegt man halt im Rahmen dieser EU-Programme halt auch unheimlich viel Gelder, mit denen wir dann wieder Schüler, die sich nicht so ein iPad leisten können, über den Förderverein unterstützen können. Das ist aber jetzt alles quasi aus Eigeninitiative. Und wir haben halt auch nur einen Ansprechpartner und der Schulleiter sonst sich auch immer ganz gerne so in dem Ganzen, aber der gibt auch viele Seminare auf Messen und so weiter. Aber ich glaube, das hält jede Schule so ein bisschen ja, in Eigenregie, dass man da nicht so über den Kamm scheren kann, so läuft das und das läuft bei allen Schulen so. Ich glaube, also, das ist immer ein bisschen anders. Ja, also ich glaube, da passiert was. Ich hatte ja mal überlegt, zum Beispiel die Forderung zu stellen für Lernensanwärter, dass mindestens eine dieser Stunden, die sie da vorführen müssen, das sind irgendwie 18 Stunden, dass eine, sage ich mal, eine IT-gestützte Unterrichtsstunde sein muss. Also es gibt ja eine bestimmte Bedingung für diese Unterrichtsstunde, dass man einfach sagt, eine Auflage ist, eine Stunde zu zeigen, dass du auch IT in deinen Unterricht einbauen kannst. Dann werden sie zumindest gezwungen, ne, weil der Unterricht ändert sich komplett, ist aber ein weites Feld. Also du brauchst eine andere Methodik und Didaktik in einem IT-gestützten Unterricht als in einem klassischen Unterricht. Das können Lehrer nicht, die das nicht gelernt haben. Also auch da muss viel passieren. Jetzt nehme ich dich. Ich muss mich eben noch ein Satz dazu sagen. Oder zwei. Ich war auf der Didakta und ich kann dir sagen, es passiert ganz viel aus Richtung der Hersteller. Also Apple mit seinen iPad-Klassen macht ganz, ganz viel, hat in Niedersachsen ein Referenzprojekt, die wollen das jetzt auch auf NRW ausweiten. Samsung hat auf der Didakta vorgestellt, dass sie jetzt auch mit dieser ganzen Verwaltungssoftware und so für Pads, also für Pads, die in der Schule benutzt werden, dass sie da jetzt ein großes Programm anfangen. Da wird in der nächsten Zeit ganz, ganz viel passieren. Was auf jeden Fall auch immer mitläuft, und zwar sowohl bei Samsung als auch bei Apple, ganz klar ist, dass die nicht Geräte finanzieren und in die Schule stecken. Da wurde vorhin gefragt, was machen eigentlich Schüler, wo die Eltern nicht so viel Geld haben. Das funktioniert dann über Sozialfonds und Ähnliches. Dann zahlen andere Eltern halt ein bisschen mehr und dann kriegen das die Schüler, die unterstützt werden müssen. Da gibt es spezielle Kredite und so weiter und so weiter. Man kann auch Geräte mieten und leasen. Hast du mich gesehen? Also da gibt es ganz viele Angebote, aber was ganz wichtig ist, die geben keine Geräte an die Schulen, sondern was die machen ist, die unterstützen die Lehrer, indem sie einfach Lehrerfortbildungen bezahlen. Das machen die Gerätehersteller, die sagen, wir wollen, dass unsere Geräte eingesetzt werden und wir bezahlen für die Kommunen die Lehrerfortbildung. Aber das war nicht glaube ich, oder? Es gibt Rabatte auch. Nee, jetzt noch Michael. Das ist auch nicht ganz komisch, aber egal. Ich habe im Rahmen einer Lehrerfortbildung die Erfahrung gemacht, dass die sehr wohl sehr neugierig sind auf das, was man mit digitalen Sachen im Unterricht machen kann. Ich habe mich halt hingestellt, habe gesagt, wie könnt ihr denn YouTube, Ego-Shooter oder Excel im Unterricht anbringen? Und zwar so, dass die Kiddies Neugier entwickeln. Das ist bei Ego-Shootern ganz einfach. Nee, du nimmst einen Ego-Shooter stellst dich, also einen mit einer ordentlichen Grafik, stellst dich irgendwo in die Landschaft und sagst so, jetzt hast du hier einen goldenen Schnitt, so sieht die Landschaft aus. Stell dir mal irgendwie nach. Ja, das heißt, du hast ja heute Möglichkeiten, auch dich zu produzieren. Von denen haben wir in den 80er Jahren nicht mal träumen können. Und der Kurs, den ich da angeboten habe, das war einer der ersten, der komplett ausgebucht war. Ja, also die ganzen anderen pädagogischen Sachen oder so, die haben nachher irgendwie dahin gedümpelt. Aber das Ding von wegen, wie nutze ich neue Medien im Unterricht, die haben mir das aus den Händen gelassen. Also es liegt nicht unbedingt daran, dass die Lehrer das nicht unbedingt machen wollen. Es liegt eigentlich mehr daran, an dieser Gemengelage, dass die einfach zu viel zu tun haben, dass die Erziehungsaufgaben erledigen sollen, dass sie Bürokratiekram haben. Packst du dann eben Medienerziehung noch mit oben drauf und irgendwann ist der Deckel halt zu. Also nicht unbedingt immer die Lehrer, dass die das nicht wollen, das sehe ich nicht so. Man muss da auch das Gesamtpaket schnüren. So, da wir jetzt 5 vor 3 haben, die Frage, wie wollen wir weiter vorgehen? Mein Vorschlag ist, einmal im Monat eine Mumble-Sitzung zu machen mit einem Thema. Also von mir aus zu sagen, wir machen jetzt nächstes Mal nochmal IT und besprechen das nochmal, aber dann auch mindestens eine halbe Stunde, was läuft eben, irgendwie können wir Fragen beantworten, jetzt auch ich oder Michelle, Björn.
was gibt es für Anträge, Tipps geben, könnt ihr machen, also dass wir so eine zweigeteilte Sache machen, sprich einmal uns ein Thema vornehmen, worüber wir diskutieren, immer ganz konkret für die Ausschussarbeit, also ich möchte das vom AK Bildung trennen. Der AK Bildung in NRW, der macht ja so ein bisschen Überbau, ne? Wie stellen wir uns Schule vor, wie stellen wir uns Bildung vor? Und das hier soll eine sehr viel konkretere Sache sein, dass wir tatsächlich an Themen arbeiten und gucken, wie können wir halt auch dafür sorgen, dass wir das ein oder andere umgesetzt kriegen. Mein Vorschlag wäre, das einmal im Monat zu tun, einfach als Angebot von meiner Seite. In Bochum ist es so, dass der Stammtisch, der wöchentlich stattfand, jetzt noch einmal im Monat stattfindet, sodass für mich sich ein Mittwochabend super anbieten würde, einmal im Monat, wo wir das machen könnten. Wenn das für euch jetzt so eine Option ist, würde ich das einfach jetzt einstehen und entsprechend einladen. Im Moment habe ich ja auch hier die Liste. Wird euch, bis wir da irgendwie was installiert haben, so Kommunikation, würde ich euch halt persönlich anschreiben und zu so einem Termin einladen. Des Weiteren wird der Tose weiter diese Veranstaltungen machen und wir können aber auch für uns ja, sage ich mal, jetzt so mittellangfristig dazu entscheiden, dass wir uns halt 2-3 Mal im Jahr auch treffen, ohne dass wir halt so eine Riesenveranstaltung dafür brauchen. Wir können ja auch sagen, wir treffen uns bei irgendjemandem im Wahlkreisbüro, wenn das hier so eine Gruppe ist von überschaubar vielen Leuten, dass man das mal ins Auge fasst. Wäre das so für euch ein Angebot, mit dem ihr so leben könntet? Also mir ist wichtig, dass ich viel Input bekomme von den anderen Kommunen. Ja. Damit ich nicht als Einzelkämpfer irgendwie das Rad jedes Mal neu erfinden muss. Ich bin schon, sagen wir mal, relativ weit, dass ich bestimmte Informationen, die auf mich zukommen, dass ich die schon so kanalisieren kann und sage, so, das wäre was für uns wichtig ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass das für die anderen wichtig ist. Und ich hoffe, dass ich das dann von den anderen eben auch bekomme, weil ich kann ja auch nicht alles... Wobei ich halt sagen muss, du gehörst ja auch zu denen, die sehr viel Informationen geben können, weil du ja, ne, wenn ich das richtig einschätze, da einfach auch super eingearbeitet bist. Alexandra und Marie? Ja, es gibt ja dieses Antragsarchiv. Genau, wollte ich auch gerade hinweisen. Das ist ja eins der Vorteile der Piraten, dass wir da halt auch die Anträge immer brav einstellen, was ich bisher auch noch nicht gemacht habe. Ich kann das leider nicht. Ich habe es auch noch nicht gemacht, aber ich habe auch noch keinen Antrag im Bundesausschuss gestellt. Das Hessen oder so. Ja, aber die haben auch für Berlin, NRW. Ja, 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 ich weiß. Antrag, ich aber ich kann es nur mal alles mit, was man ja, dazu eventuell weiter umsetzen kann. Der Björn kann das so sagen. Das Antragsarchiv ist schick, ist aber ein Arbeitsaufwand, der relativ immens ist. Weil das Problem ist, glaube ich, die Sachen liegen da nicht als Links drin, sondern als Text, ne? Nee, als PDF. Ja, PDF. Aber kann man das, wisst ihr, ob man das automatisieren kann? Ja, kann man. Und zwar, ich kann's nicht, aber du lädst das hoch mit einer bestimmten Namenskonvention und damit wird das Ding automatisch nach Spalten richtig eingeordnet. Hä? Ja, die Datei heißt Bildung, Postleitzahl, Stadt, Name, welcher Antrag, ob Anfrage, Antrag oder Antwort. Also diese Konvention steht da auch drauf, wie man das nennen muss. So, dann lädst du das im Prinzip hoch. Der sortiert das im Prinzip schon mal ein, in die richtige, füllt die Felder dann entsprechend aus. Und soweit ich das mitbekommen habe, packt dann händisch nochmal einer dran und trägt dann bestimmte Kategorien ein, etc. pp. Also dieser Aufwand ist wohl relativ hoch. Ich halte das Portal selber auch für sehr unpraktisch, weil du kannst nicht sortieren nach Einstellungsdatum. Also das ist alles sehr prickelnd. Und auch nach neuen Anträgen. Ja? Also momentan lasse ich einen Webdienst drüber laufen, der mir jedes Mal einen Ping gibt, wenn sich da irgendwas ändert. Das muss aber nicht heißen, dass da jetzt ein neuer Antrag reingekommen ist, sondern das kann auch heißen, dass derjenige, der da jetzt dran rumfummelt, irgendwo weit unten bei Antrag 2500 den Buchstaben geändert hat. Also das Ding ist noch sehr fuzzy, sage ich mal. Aber wenn du sagst, ich suche jetzt nach Schule oder nach Bildung, dann kannst du immerhin dich durch die Ansicht durchtickern, weil da sind alle Anträge auf einer Seite. Also das geht, wenn du den Scrollbalken anguckst, der ist so. Also das geht runter bis quasi. Ich habe ein anderes, wenn die FDP dann 52 Anfragen stellt, mit wie ist die Kommunalversorgung mit Klopapier auf den städtischen Toiletten in den Gymnasien, muss ich da 52 mal Klamotten hochladen, die 52 mal taggen, mit viel Klopapierversorgung. Es sind nur Piratenanträge bei dem Portal. Ja. Ich habe eine andere Sache, die Pico macht das. Piratenanträge.
kann ich dir nicht zusammen. Die Pico macht nämlich so ein, will für alle das so machen, dass du sowas wie Opal im Prinzip. Ja. Dass du halt alle Kommunalpiraten können dann. Das ist ein schönes Stichwort. Ja, da läuft im Moment gerade so ein Programm gekauft. Ja, ich weiß nicht. Ihr könnt, ich weiß nicht, bin ich in der Pico, aber andere. Ja, die haben ein Programm gekauft und wo man also im Prinzip also alle Anträge archivieren und überbuchern und dann auch entsprechend. Ja, das haben die eh gemacht, dann sehen sie ja. Okay. Also Björn leitet die Sachen weiter, aber Opal wäre das Stichwort gewesen. Es gibt halt diese Landtagssache Opal, wo man halt die Sachen auch zugeschickt kriegt, wenn man das sich da einträgt. Ne? Also man kann sich bei Opal für den Bildungsbereich eintragen und dann kriegt man das, was aus dem Landtag kommt, kann man sich dann halt auch als... Ja, die Anträge. Die Anträge. Die kleinen Anfragen kriegt man, das ist das Problem an der Sache, wenn man keine Anfragen anklicken will, dann kriegt man auch kleine Anfragen. Oder alle Abgeordnete. Und alle Abgeordnete und dann kriegt man alle kleinen Anfragen. Nein. Wir machen das so, wie du. Wir machen das über die Liste, da kriegt ihr die Bildungssachen, alles, was nicht automatisiert da reingekippt wird, gebe ich von ganz hinterher. Dann habt ihr die Anfragen. Aber die kriegt ihr alle zum Thema Klopapier im Städtchen-Gymnasium. Da geht ihr nicht dran vorbei, da müsst ihr leiden. Ja, anders kannst sind du auch mal 35, weil die. Dann habe ich wieder was für meinen Newsletter. Kriegt ihr alles wieder. Das ist kein Problem. Komm einfach rein und frag nach dem Büro von Düngel. Gut. Warte, welchen Mittwoch denn? Welchen Mittwoch machen wir hier? Also ich würde den nächsten Termin gerne jetzt nach dem Osterferien machen, dass wir dann anfangen. Wann sind die Osterferien? Die Osterferien fangen, glaube ich, am 30. März jetzt an und gehen bis Mitte April. Also nach Möglichkeit nicht den 1. oder 4. Mittwoch im Monat. Der 1. ist, habe ich auch Stammtisch, also das ist im Wochenende der Stammtisch. Ja, den 1. April. Sollen wir den 2. Mittwoch im Monat nehmen, dass wir das so einfach festlegen? Und wir würden halt irgendwie eine Erinnerungsmail schicken, auch wenn nicht immer jeder kann, das ist ja klar. Ist das zumindest ein Anfang, wenn man, sag ich mal, so ein bisschen so eine Stabilität, finde ich, in so eine Gruppe bringt. Das fände ich schon ganz okay, also das wären schön. Jetzt dann der 8. April. Und der 8. sind noch Osterferien, ne? Wie du sagst, ja, das wäre der 2. Mittwoch. Aber das wäre für uns in Ordnung, weil am 8. sind wir sowieso im Landtag, da ist Bildungstreffen im Landtag vom AK-Bildung. Stimmt, am 8. Das war der Termin, den wir rumgeschickt haben. Ja. Aber wir können deshalb trotzdem abends um 20 Uhr oder so mammeln. Das ist jetzt schon der bis dahin. Wie lange geht denn das Bildungstreffen? Bis du so rausschmeißt. Bis 18 Uhr ist geplant. Bis 18 Uhr ist eingetragen. Geplant ist bis 17 Uhr, damit wir bis 18 Uhr fertig sind. Ich merke, es ist. Also dazu seid ihr natürlich auch alle eingeladen, könnt ihr bei Björn anmelden. Da treffen wir uns halt nachmittags im Landtag, um Themen zu besprechen. Wer da Spaß dran hat, gerne. Der nächste wäre dann der 13. Mai. Ja, fangen wir mal April an, ist doch schön. Aber finde ich super. Also am 13. dann der Schulausschuss, sind wir auch noch ein Thema drin, können wir dann auch, also 13. Mai, können wir dann auch. 13. Mai wäre der Monat danach. Ja, aber dann ist auch Anhörung, ne? Dann wird es auch spät. Ich sag Ihnen, da ist Schulausschuss und danach können wir auch wieder schön kommen. Das ist der internationale Roma-Tag. Von mir aus auch das. Ich wollte das Ding. Roland, ne? Roland, Entschuldigung. Roma. Wenn wir jetzt durch sind und so, hätte ich noch eine Frage und ein anderes Thema, vielleicht nur ganz kurz angeschnitten, ja. Müssen wir ja heute nicht unbedingt behandeln, einfach nur mal in die Runde gebracht, ob es da auch irgendwo anders Informationen gibt. Ich habe über eine Kundin von mir, die Lehrerin ist, so mitbekommen, weil die sich so bei mir so ein bisschen ausgeheult hat, dass es Schulen gibt, hier in dem Fall Wuppertal, ich meine, wer Wuppertal kennt, weiß, dass da sowas durchaus möglich ist, die haben also große Schwierigkeiten, dass sich Schüler, ich weiß nicht, wie ich das jetzt so korrekt ausdrücken soll, ohne dass das falsch gesagt wird. Ich sage es einfach mal so, wie es ist. Also das sind Schüler, die einfach so in Richtung Islam tendieren, vielleicht auch Radikalisierung und solche Sachen. Gibt es da im Landtag irgendwelche Informationen? Gibt es da von bei euch irgendwo an Schulen irgendwas auch? Und wenn ja, was gedenkt man dagegen zu tun? Also es gibt ja dieses Programm, wie heißt es, Marie? Wegweiser. Wegweiser, genau. Aber vom Verfassungsschutz finden wir ja nicht so geil.
Ja. Ist egal jetzt. Sag ihm das einfach. Das heißt Wegweiser, das ist auch in Wuppertal ansässig, in Bonn, ja. Erfurt. Ja. Ja, und Säunerstädte kommen. Genau, Säunerstädte kommen. Also aber es ist besser, muss man sagen, also jetzt wird es halt von Hyatt, die sind zivilgesellschaftlich, die werden auf jeden Fall in Bonn versuchen, selbstständig abzuholen. Also dass die nach Gelsenkirchen NRW kommen. Sich auch auf den Weg gemacht. Aber die machen es zivilgesellschaftlich. Ja. Ist gut. Guck Gelsenkirchen dir an, die machen es nicht mit dem Verfassungsschutz, sondern mit den Inis. Ist dieses Wegweiser, ist das Anleitung, wie man damit umgeht? Ja, das ist die Radikalisierung. Das ist eigentlich ein Anlaufpunkt für Eltern und Lehrer, ja. Wenn sie sich radikalisierende Jugendliche, Schüler, wie auch immer, bemerken, dass sie einen Anlaufpunkt haben, wo sie sich Informationen holen können, wo und so weiter. Weil gerade jetzt mit Charlie Hebdo ist das wohl ziemlich hochgepoppt, ne? Dass da auf einmal 8-9-jährige Schulkinder anfangen von wegen Christenbashing und so, und die Lehrer und Lehrerinnen völlig ahnungslos und hilflos davor gestanden. Also so ist es mir quasi geschildert worden, die Lehrerin war einfach so, die machte in der Beziehung einen verzweifelten Eindruck und sagte, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll und wir wissen überhaupt nicht, was ich machen soll. Aber sowas ist ja auch schulsozial, also ich meine, ernsthaft, das machen doch auch Schulen. Ich würde auch erstmal auf Schulsozialarbeiter zugehen, die können zumindest recherchieren, was für Möglichkeiten die Kommunen haben. Vor allem kennen die Kinder ja auch, die Familien. Ja, aber die können zumindest ja auch in Kontakt herstellen und gucken, was ist da alles möglich. So, jetzt ist 3 Uhr durch. Was ich euch noch sagen wollte, ist, wenn ihr aber irgendwas habt, ich meine, ihr wisst das auch, wo wir helfen können, ruft einfach bei uns im Büro an oder schreibt mir eine Mail. Auch wenn wir nicht helfen können, im Ernstfall, dann würden wir einfach sagen, tut uns leid, aber ihr könnt mal da nachfragen. Bitte scheut euch nicht einfach, ne, eben zum Telefonhörer zu greifen oder sonst wie. Wenn wir helfen können, dann machen wir das. Schreib mal meine Mailadresse dahin. Die ist ja wunderbar kurz, die kann man sich ja merken. Ist auch noch irgendeine Short-URL, die bekannt so. Was? PFNRW oder so. Ja, klar. So. Damit Sie da lange tun, ne? Was? Telefonnummer auf? Ja. Dann hoffe ich, dass ihr so ein bisschen was hier mitgenommen habt. Vielleicht noch ein bisschen was aus meiner Erlebenswelt. Das hat sich herausgestellt, also ich mache ja den Bildungsnewsletter einmal in der Woche. Es hat sich herausgestellt, dass und auch die Blogbeiträge und die Schulausschussberichte, dass die Verwaltung da interessanterweise gut drauf anspricht. Also bevor irgendwie beim letzten Schulausschuss in der Städteregion, bevor überhaupt irgendwas angefangen hat, kam die Schriftführerin von der Verwaltung an mich heran und sagte, toll, wie Sie das machen, also ich komme da irgendwie ganz gut an bei der Verwaltung mit sowas. Was heißt, ich mache da irgendwas verkehrt? Allerdings. So, also was ich sagen will, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, Blogbeiträge zu verfassen, auch und sei es nur für eure normale Piratenseite in der Stadt, das kommt unheimlich gut an. Also seht es auch ein bisschen als Marketing. Ich meine, den Newsletter, das hat genau zwei Gründe, warum ich den mache. Das eine ist Marketing, ja, um einfach im Gespräch zu bleiben und immer wieder rauszuhauen, dass es was Neues gibt. Und das zweite ist, dadurch, dass ich die Sachen aufbereiten muss, hole ich halt für mich zum einen fehlendes Wissen nach, weil ich komme nicht aus dem Schulumfeld. Ich erfahre aber auch eben im Prinzip, wo andere Probleme sind und kann mir darüber überlegen, ist das etwas, was mich auch betrifft oder den Schulausschuss oder die Bildungslandschaft in Aachen. Also je mehr ihr da machen könnt und Zeit erübrigt, umso mehr Erfolg werdet ihr, denke ich mal, auch haben mit der Arbeit im Schulausschuss. Und so viel Aufwand ist das nicht. Es klingt viel, aber es ist nicht wirklich viel Aufwand. Es täuscht. Es ist mehr als nichts zu machen, das ist auf alle Fälle, aber es geht. Okay, das waren schöne abschließende Worte.